CSU und sein Herausforderer und der Oppositionsführer im Landtag, Ludwig Hartmann von den Grünen. Herzlich willkommen. Gleich geht's los mit 60 Minuten Schlagabtausch. Und morgen stehen sich dann zur gleichen Zeit und auch an gleicher Stelle die Spitzenkandidaten der Freien Wähler, der AfD, der FDP und der SPD gegenüber. Ja, und keiner der Politiker, auch morgen nicht, kennt die Fragen. Wir achten auch darauf, dass die Redezeiten in etwa ausgeglichen sind. Wir werden das später auch mal einblenden. Die erste Frage geht an Herrn Hartmann. Und das letzte Wort, das hat dann Ministerpräsident Söder. Herr Hartmann, Sie stehen sich jetzt heute hier als Konkurrenten gegenüber. Liebäugeln Sie trotzdem mit einer Koalition mit der CSU? Ja, also ich bin ja in die Politik gegangen, um Sachen zum Guten zu verändern. Und man kann so viel auch aus der Opposition heraus in Bayern erreichen. Nehmen wir das Volkswegen Rettet die Bienen. Das war ja ein historischer Erfolg für die Umweltbewegung. Weil letztendlich ist auch ganz klar, die Zeit für mehr Klimaschutz, für die Energiewende zum Erfolg zu führen, für mehr Chancengerechtigkeit in diesem Land, da drängt die Zeit. Und diese aufgehitzte Stimmung in diesem Wahlkampf, die wir gerade erleben, da bin ich überzeugt, dass eine Regierung aus Schwarz und Grün auch die richtige Antwort sein kann, große Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Herr Söder, in Hessen regiert Schwarz-Grün. Sie haben aber gesagt, das sei nicht möglich. Warum ist es für Sie undenkbar? Nein, wir wollen keinen Schwarz-Grün in Bayern, und zwar definitiv nicht. Zum einen, weil wir die letzten 5 Jahre doch sehr erfolgreich in Bayern regiert haben. Wir liegen nahezu in allen Politikrankings vor Ländern, in denen Grün regiert. Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit den Partnern in Bayern erreicht. Und wir wollen auch unabhängig sein von Berlin. Für uns ist ganz wichtig, dass wir nicht sozusagen an der Ampel dranhängen, sondern eigenständig entscheiden können. Und deswegen sind für uns ganz klar, die Grünen haben in Berlin nicht den Nachweis einer Regierungsfähigkeit erbracht. Da sind wir fest überzeugt. Und deswegen glauben wir, dass Schwarz-Grün auch für Bayern nicht passen würde, weil die Grünen eine andere Philosophie von Politik haben, mit Umerziehungsideen, mit vielen Verboten. Und deswegen, glaube ich, passt das nicht zusammen. Warum kann Bayern gehen? Ja, weil im Bayerischen Landtag, wenn es um bayerische Themen geht, wie Länderfinanzausgleich, wie Abschaffung der Erbschaftssteuer, immer dann die Grünen natürlich gebunden sind in ihrer Disziplin mit Berlin und sich eher an Berlin orientieren. Und wir wollen einfach für Bayern da sein, leben und leben lassen. Und das ist unser klares Ziel. Deswegen definitiv mit mir kein Schwarz-Grün in Bayern. Herr Söder spricht also von Umerziehungsmaßnahmen der Grünen. Was sagen Sie zu diesem Label Verbotspartei? Na, ich möchte erst mal darauf eingehen, auf das Thema Bayern gehen. Ich würde mal sagen, leben und leben lassen, das verbindet uns ja. Sie haben es ja gerade auch gesagt. Ich verstehe unter leben und leben lassen eigentlich das Anpacken in Bayern, gemeinsam was voranzubringen, gemeinsam was Großes zu erreichen, gemeinsam auf was auch stolz zu sein, was man geschafft hat. Anzupacken, sei es bei der Freiwilligen Feuerwehr, sei es bei der Kirche, sei es in der Energiegenossenschaft, um unser Land gemeinsam voranzubringen. Und was auch klar ist, wenn man von Bayern gehen spricht, dann schließt man ja all die anderen aus, die nach ihrer Auffassung nicht CSU wählen würden. Und das finde ich eigentlich eine Spaltung gleich. Und das finde ich eine Spaltung, die ich so eigentlich nicht akzeptieren möchte. Und für mich ist auch klar, Bayern ist ein vielfältiges Land. Und wenn eine Partei was von Vielfalt versteht, dann sind das wir Grüne. Das Thema, da frage ich mich immer, ob Sie sich eigentlich das selber noch glauben, was Sie gerade immer erzählen. Welche Verbote, welche Umerziehung? Ich verstehe auch gar nicht den Vorwurf der Nichtregierungsfähigkeit. Wenn für Sie das heißt, nicht regierungsfähig zu sein, wenn man in Berlin in einem nie dagewesenen Tempo 16 Jahre Stillstand auflöst, die Energiewende endlich entfesselt, endlich für mehr soziale Gerechtigkeit gesorgt hat, in das Kindergeld angehoben worden ist, in den Mindestlohn angehoben worden ist, dass Solaranlagen, viele in Bayern gebaut werden, ist eine Weichumstellung aus Berlin, 49-Euro-Ticket. Da bin ich doch froh, im Landtag auch damit stimmen zu können, das zu unterstützen in der Form, weil es doch den Menschen in Bayern hilft. Das 49-Euro-Ticket, davon profitiert doch Bayern. Vom Kindergeld profitiert doch Bayern. Und von der Energiewende, bei der Solarkraft, profitiert doch Bayern davon, dass die Einspeisvergütung angehoben wurde. Das war Weichenstellung in Berlin und darauf bin ich stolz und es kann Bayern. Alles ganz viele Themen, Verbotspartei, Herr Söder. Was sagen Sie dazu? Warum? Ja, das ist auch sehr okay, dass man stolz sein möchte auf die eigene Regierungsfähigkeit, aber noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat eine Regierung einen so schlechten Stand in der Bevölkerung gehabt wie derzeit. Noch nie war der Kontakt zwischen der Bundesregierung, der Ampel und der Bevölkerung so niedrig wie zum derzeitigen Zeitpunkt. Und die Grünen tragen ein ganz großes Maß an Verantwortung, weil die Grünen ein sehr dominanter Teil sind in Berlin. Wir reden über Berlin übrigens auch, weil Weichenstellungen für Bayern getroffen sind. Ich sage mal, was Sie auch dort entschieden haben. Es ist ein grundlegender Fehler, aus der Kernenergie auszusteigen zum jetzigen Zeitpunkt, nicht in der Krise die sichere
und stabile Energieversorgung zu bevorzugen, neben dem Ausbau der Erneuerbaren, wo wir in Bayern im nationalen Vergleich ganz vorne liegen. Es ist ein Fehler, wenn Sie von Familien reden, das Elterngeld einfach zu kürzen, während wir in Bayern ein Familiengeld haben. Es ist ein Fehler, den Weg zu gehen, zu blockieren beim wichtigen Thema der Migration und eher dafür zu werben, mehr Zuwanderung nach Deutschland zu bekommen. Und es ist letztlich auch ein Fehler, für keine echte Entlastung beispielsweise zu sorgen beim Thema Lebensmittelpreise, die für viele Menschen von ganz entscheidender Bedeutung sind. Kein Vorwurf, dass Krise ist, haben Sie schon recht. Aber der Vorwurf ist, wie man in der Krise reagiert. Wenn Deutschland als fast einziges Land zurückfällt, während andere Länder in der Krise vorankommen, dann ist diese Krise hausgemacht. Und deswegen ist es auch die Ampel. Und mein klarer Wunsch an die Bayern ist, wenn man sozusagen ein anderes Modell als die Ampel bevorzugt, dann ist es die bayerische Staatsregierung und die CSU. Wir haben jetzt beide schon ganz viele Themen, die auch später in der Sendung natürlich noch mal vertieft werden, erwähnt. Ich würde gerne noch mal eine Frage stellen, weil wir zusammen in dem Duell vor 5 Jahren schon mal waren. Da haben Sie miteinander, auf Vorschlag von Ihnen, verabredet, mal miteinander wandern zu gehen. Jetzt frage ich Sie, wohin ging es denn? Naja, da gab es ja sogar ein Angebot von einem CSU-Landrat, ich glaube aus der Rhön, der sogar Sie angeschrieben hat, mich angeschrieben hat. Ich habe beim Landrat umgehend zugesagt, wäre gerne in der Rhön wandern gegangen, aber das war vielleicht auch ein Versprechen, was wieder gebrochen worden ist. Na, ich habe heute gelesen übrigens in der Abendausgabe der Süddeutschen Zeitung, die haben einen Faktencheck gemacht und die Süddeutsche Zeitung ist jetzt unverdächtig, besonders CSU-nah oder freundlich zu sein. Die hat in nahezu allen Bereichen gesagt, dass die Fakten und die Versprechen gehalten wurden, was also zum Nachlesen noch ganz interessant ist. Zum zweiten Teil aber tatsächlich hat sich das nicht ergeben. Zum einen, weil ich auch ein bisschen enttäuscht war dann von den Sondierungsgesprächen, die wir geführt haben. Wir haben ja damals uns offen gezeigt, mal zu reden. Und Herr Hartmann war, gebe ich zu, der freundlichste Teil bei den Grünen. Die anderen dort haben uns alles Mögliche vorschreiben wollen. Bis hin zu der Sache, dass die Kreuze, die in den Behörden hängen, wieder abgehängt werden müssen. Und das war für uns relativ klar, dass da keine Zusammenarbeit möglich ist. Dieser ständige, auch missionarische Eifer, anderen zu erklären, was sein muss. Und dann kam einfach Corona dazwischen. Und danach, okay, aber ich sehe jetzt auch, also die Wanderung ist demnächst auch nicht angesagt, oder? Nein, glaube ich auch nicht. Im Zweifelsfall muss ich ja dann eher auf Hubert Aiwanger aufpassen, wo der hinläuft. Ja, das ist im Moment, glaube ich, die ernsthaftere Herausforderung. Und deswegen keine Wanderung mit den Grünen und auch keine Zusammenarbeit. Sie kennen sich schon sehr lange, waren auch hier schon mal gestanden vor 5 Jahren. Wenn Sie jetzt vergleichen, die Stimmung vor 5 Jahren und die Stimmung heute, wie hat sich die verändert? Im Wahlkampf, im Ton, was ist das für Sie für ein Unterschied, Herr Hartmann? Naja, ich habe es im Eingangsstatement schon gesagt, die Stimmung ist aufgeheizter. Und das macht mir richtig Sorgen, muss ich sagen. Weil ich habe Bayern immer als ein Land begriffen, was verschiedene Regionen hat, mit verschiedenen Stärken. Aber es ist ein Land, was uns stark und erfolgreich gemacht hat. Und gerade erleben wir, wie im Wahlkampf ein Keilspalt eigentlich zwischen der Landbevölkerung und der Stadtbevölkerung reingetrieben wird. Da hat Hubert Aiwanger einen extremen Anteil, aber auch einen Teil der CSU. Und das finde ich ja, falsch, muss ich ganz deutlich sagen. Weil ich finde, wir sollten noch über die besten Ideen, die besten Lösungen für die Anliegen der Menschen ringen. Wie kriegen wir ausreichend Personal für die Schulen? Wie kriegen wir ein gutes Kita-Angebot? Wie kriegen wir Bus und Bahn voran? Wie kriegen wir die Energiewende endlich in Bayern zum Erfolg? Und da gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, wenn man es auf die Größe der Landesfläche anschaut. Und das ist ganz entscheidend, ist Bayern auf Platz 9 bundesweit. Wir sind leider nicht Spitze. Ich wäre ja froh, wenn wir Spitze wären. Wenn es Einzelthemen geben noch, lassen Sie es mal auf dieser Stimmungsebene bleiben. Ja, und die Stimmung ist aufgeheizt, das ist, glaube ich, unstrittig. Und wir hatten ja auch einen Vorfall bei uns in Neu-Ulm auf einer Veranstaltung. Ich mache jetzt keinen Vorwurf, nicht Markus Söder, auch nicht Hubert Aiwanger, dass der einen Stein geworfen hat. Definitiv nicht, das ist klar. Dafür hat keiner von Ihnen eine Verantwortung. Aber für die aufgeheizte Stimmung im Land, dafür tragen alle Verantwortung, die immer wieder Stadt gegen Land ausspielen und die Debatten, wie sie gerade geführt werden. Und ich finde auch, Bierzelt, die gehören zum Format dazu politisch. Da muss auch nicht mit Wattebällchen geworfen werden, aber ein bisschen mehr bei den Fakten bleiben, Fakten nicht ständig verdrehen, ein bisschen mehr bei der Wahrheit bleiben und eigene Ideen in den Vordergrund zu stellen, statt immer die Ideen der Mitbewerber einfach nur niederzumachen. Letzter Satz, regieren, da kommt es aufs Machen an, nicht aufs Niedermachen. Und das erleben wir leider gerade rein, das Niedermachen. Ja, das ist sehr gut, wenn heute das Motto schon mal wäre, nicht niedermachen, was Bayern alles Gutes macht. Denn das wird ja ständig im Bayerischen Landtag seit 5 Jahren gemacht, mit allem negativ und schlecht reden. Bayern ist das erfolgreichste Land. Eigentlich muss man Bayern nur loben und preisen. Wir kommen ja sogar besser durch die Krise als andere. Unser Problem ist aber tatsächlich, dass die Entscheidungen, die in Berlin getroffen werden, mittlerweile so wenig Akzeptanz finden, so viele Menschen enttäuscht haben, dass wir den einen oder anderen haben, der nicht nur jetzt automatisch sagt, dann wähle ich eine andere demokratische Partei, sondern in diese gleiche Verweigerungshaltung kommt, in den Denkzettel nicht nur für Parteien, sondern für Demokratie,
geht. Wir erleben das ja an einer relativ starken, aggressiven AfD, die auch offen hat und stark auftritt. Und übrigens, auf mich ist auch schon einiges geschmissen worden, wenn ich das sagen darf, oder auch persönlich heftigst attackiert worden. Seit den Zeiten von Corona leben wir in einer etwas anderen Zeit. Wir leben auch in einer, wie ich finde, anderen Demokratie. Umso mehr bin ich sehr dafür, dass Demokraten zusammenhalten und dass man auch ein Land zusammenhält. Ich glaube, dass ich da einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann. Ist tatsächlich so, die Grünen sind sehr, sehr stark in den urbanen Milieus orientiert. Die Freien Wähler zum Beispiel sprechen nur vom Land. Die Klammer ist tatsächlich... Lass mich den Satz kurz noch zu Ende sagen, weil das, ich glaube, auch wichtig ist, ergänzt auch das, was Kollege Hartmann angesprochen hat. Ich versuche da tatsächlich eine Klammer zu setzen, das zusammenzufassen und übrigens auch ein Schutzversprechen zu geben für diese Demokratie und ein Schutzversprechen beispielsweise auch für Minderheiten, dass sie sich keine Sorgen machen, dass am Ende Gruppen wie die AfD unser Land dominieren und möglicherweise Menschen ausgrenzen. Ich würde gerne einen Punkt noch mal erwähnen. Ist Rechtsextremismus für viele kein Tabu mehr? Ich gehe mal auf den Deutschlandtrend ein. 80% der AfD-Anhänger erklären jedenfalls, es sei ihnen egal, dass die AfD in Teilen als rechtsextrem gilt, solange sie die richtigen Themen anspricht. AfD ist auch im Bayernstark. Ja, klar, die AfD ist kein bayerisches Problem, aber ein zunehmendes Problem für Bayern. Und ich habe auch Menschen erlebt, die dann sagen, ja, ich wähle jetzt mal die AfD und auch ganz normale Leute, die jetzt sagen wir mal in der Fabrik arbeiten oder am Fließband arbeiten, beispielsweise beim Automobilunternehmen. Ich kann nur eines sagen, aus dem Denkzettel wird wahnsinnig schnell ein Schnitt ins eigene Fleisch. Denn die Kernüberlegungen der AfD, raus aus der EU, raus aus der NATO, das sind die zentralen Forderungen von Höcke, der sagen wir mal, der heimliche Chef ist der AfD, die würden unser Land grundlegend verändern. Raus aus der EU heißt, dass Bayern die 9 von 12 wichtigsten Handelspartnern wegbrechen. Das ist das Ende unseres Wohlstandes. Und raus aus der NATO heißt nichts anderes als rein von Putin. Und die AfD ist nichts anderes, kann man wirklich so deutlich sagen, als die Vasallen von Putin. Das sind diejenigen, die Putin, Europa, die Mitte Europas, wir reden jetzt wahrscheinlich auf gleich weiter über die AfD. Deswegen, das muss man wirklich mal sagen, weil das ist jetzt echt ernst. Das ist wirklich ernst dabei. Das ist jetzt auch nicht nur ein bisschen Denkzettel, sondern AfD zu wählen, heißt am Ende unserem Land zu schaden. Okay, wir reden jetzt über ein Thema, das die AfD auch versucht zu besetzen. Das wichtigste Thema im Bayern-Trend war aus Sicht der Bürger Migration. Viele Kommunen sind überlastet, sagen, es kommen einfach zu viele Flüchtlinge zu uns. Und jetzt hat Bundespräsident Steinmeier auch noch einen Satz gesagt, es braucht eine Begrenzung der Zahlen. Er will sich da nicht auf eine bestimmte Höhe festlegen, aber ist das nicht auch etwas, Herr Hartmann, was eine Obergrenze ist? Ich glaube, wir müssen erstmal ganz deutlich unterscheiden zwischen den Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, die vor einem furchtbaren Angriffskrieg durch Putin fliehen, die vor Bomben fliehen, um ihr Leben in Sicherheit zu bringen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied. Menschen, die vor Krieg fliehen, genießen bei uns Schutz. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es dort eine Obergrenze gibt. Wie interpretieren Sie denn jetzt Steinmeier? Ich habe hier Steinmeier folgendermaßen, dass sie natürlich beim Thema Arbeitsmigration, da kann man steuern, da kann man lenken, das ist absolut legitim. Und was ich als die größte Herausforderung gerade sehe, endlich Humanität und Ordnung an die Außengrenzen zu kriegen. Dass 70%, die bei uns aufschlagen, noch nicht registriert sind. Da frage ich mich immer, was wurde denn eigentlich die letzten 7 Jahre, als wir nicht Teil der Regierung waren, was wurde da eigentlich gemacht? Warum schaffen wir es nicht, dass die Außengrenzen, die EU-Außengrenzen, gut kontrolliert werden? Wir wollen wissen, wer einreist nach Europa. Wir wollen wissen, wer ausreist. Das wollen wir wissen. Das ist in Ordnung. Auch, dass die Verfahren dort jetzt an die Grenze gebracht werden, haben wir uns übrigens in Brüssel mit drauf verständigt. Auch Grün in der Regierung. Das wird jetzt so kommen. Der wichtige Schritt ist, wo wir auch in Bayern eine Verantwortung haben, einen schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt für die Menschen, die bereits hier sind. Dann wird aus den Geflüchteten ein Arbeitskollege und ein Steuerzahler. Und ich würde ja wünschen, dass wir viel pragmatischer sind. Lassen wir doch die Betriebe entscheiden, die Handwerksmeister, wen sie eine Chance geben wollen. Die zahlen dann die Sozialabgaben, die zahlen dann die Löhne, die kümmern sich um Integration, die zahlen teilweise Sprachkurse, weil sie dringend die Arbeits- und Fachkräfte brauchen. Und da wünsche ich mir ein pragmatisches Vorgehen. Und da heißt es für mich auch, wenn man sich das anschaut, Beispiel Mediziner, ausländische Berufsabschlüsse, die in Bayern anerkannt werden, dauert beim Mediziner bis zu einem Jahr. In Schleswig-Holstein war es ein Tag. Und da müssen wir besser werden in diesem Bereich. Ich glaube, dass das eine Fehleinschätzung ist. Wir brauchen eine Wende in der Migrationspolitik. Wenn der Bundespräsident von einer Belastungsgrenze spricht, ich nenne das Integrationsgrenze, nämlich die Zahl derer, die überhaupt noch von den Kommunen zu integrieren sind, weil wir jetzt ja schon mit Schulen, Kitas und Wohnungen nicht hinterherkommen, dann ist das ein deutliches Zeichen. Diese Belastungs- oder diese Integrationsgrenze, die übrigens in der GroKo sogar funktioniert hat, da hat man,
die jetzt sich deutlich verändert hat. Wir haben eine Steigerung um weit über 100%, schätzt das Innenministerium in diesem Jahr an Zahlen. Die Kommunen klagen seit Monaten. Wir in Bayern übrigens finanzieren, anders als andere Bundesländer, nahezu alles für die Kommunen. Aber sie klagen, wir haben mit dem Bund geredet, das Gegenteil war der Fall. Totale Verweigerungshaltung. Alle Länder haben das moniert. Bis hin jetzt zu der Frage auch der EU-Außengrenzen. Da musste der Kanzler wieder eine seiner schriftlichen Machtworte verfassen, damit die Grünen endlich sich bewegen. Natürlich braucht es eine Veränderung. Und zwar in folgender Weise. Erstens einen effektiven Grenzschutz. Bis die Außengrenzen der EU geschützt werden, ist die bayerische Grenzpolizei ein Modell. Ihr wart damals dagegen. Wir haben es durchgesetzt. Das war eine unserer besten Entscheidungen. 90.000 Fahndungstreffer in 5 Jahren. Es braucht keine Sonderaufnahmeprogramme, wie es die Bundesregierung einzig in Europa macht, sondern Rückführungsprogramme, beispielsweise auch für kriminelle Straftäter. Und was für uns ganz, ganz wichtig ist, es braucht, so wie es Österreich, so wie es Dänemark macht, auch eine andere soziale Balance. Ich halte es für einen Fehler. Ich halte es wirklich für einen Fehler und sozial nicht gerechtfertigt, Bürgergeld für viele auch zu öffnen, die neu nach Deutschland gekommen sind. Es führt nämlich dazu, dass viele Leute sich fragen, hey, ich habe mein Leben lang einbezahlt und ich bekomme das Gleiche wie jemand, der noch gar keine Chance hatte, einzubezahlen. Das heißt, wir müssen auch die sozialen Anreizfaktoren überprüfen und neu setzen. Ein Beispiel, wir in Bayern führen jetzt mit einer Chipkarte ein, dass jemand, der zum Beispiel ein rechtsstaatliches Verfahren durchlaufen hat und abgelehnt wurde, Sachleistung bekommt und kein Geld mehr. Trotzdem ziehen sich ja Asylverfahren manchmal, ja, meistens über Monate, manchmal sogar über Jahre hin. Wie wollen Sie dieses Problem in den Griff bekommen, dass es einfach zackiger, schneller läuft? Ja, zunächst mal liegt es jetzt daran, die Verfahren verzögern sich, weil zu wenig Personal wieder da ist. Wir fordern deswegen die Bundesregierung auf, beim BAMF einfach mehr Personal einzustellen, die Verfahren zu beschleunigen. Das Zweite ist, wenn wir endlich Abkommen mit den Ländern haben, die ihre Staatsangehörigen dann zurücknehmen könnten oder sollten, dann würden wir auch schneller zurückführen können. Wir haben bei uns die Abschiebungen jetzt in Bayern um fast 25% erhöht. Aber das Problem ist, du musst natürlich den Staat finden, der seine eigenen Staatsangehörigkeiten auch tatsächlich aufnimmt. Deswegen ist es ein Fehler, dass die Bundesregierung bislang zu wenig oder gar nichts getan hat. Zum Beispiel mit den Maghreb-Ländern, sowohl sie als sichere Herkunftsstaaten einzustufen, als auch dort Verträge abzuschließen. Auch mit der Türkei braucht es ein neues Abkommen. All das müsste getan und geleistet werden, findet aber nicht statt. Ein bisschen auf findet die Zeit es statt, achten. Geht es schneller. Auf die Zeit achten, Herr Hartmann, Sie liegen einen Tick hinten. Ich würde aber gerne mal auf Ihr Wahlprogramm schauen. Da ist das Thema Migration relativ weit hinten. Und da steht zum Beispiel drin, Ankerzentren schrittweise abschaffen und auf dezentrale Unterbringung setzen. Frage ich mich, viele Kommunen jammern doch. Also ist das jetzt so klug? Oder anderes Beispiel, Sie wollen ja Ausländerbehörden in Welcome Center umbenennen. Willkommen, kennen wir als Begriff vor ein paar Jahren, Willkommenskultur. Glauben Sie, dass das jetzt in dieser Lage so ankommt, so eine Umbenennung? Ich glaube, entscheidend ist, dass wir diejenigen, die schon da sind, die bei uns sind, die einen Duldungsstatus haben, die man gerade nicht zurückführen kann, Sie haben es selber angesprochen, die so schnell wie möglich in Arbeit zu kriegen. Und das ist für uns der Gedanke an den Ausländerbehörden, wäre mein Vorschlag, sobald der erste Termin dort ist, wir können es auch Fachkräftezentren nennen, dass danach gleich eine Beratung, Berufsberatung, entweder bei der IHK, bei der Handwerkskammer erfolgt, damit die Person in Arbeit kommt. Und ich würde sogar so weit gehen, ab den ersten Tag in Arbeit. Meinetwegen erst mal 5 oder 6 Stunden, dann noch ein paar Stunden Sprachkurs, damit ganz klar ist, wer hier ist, hat auch eine Leistung zu erbringen. Und dann können die Geflüchteten auch ein Teil der Lösung sein, unser Arbeitskräfte- und Fachkräfteproblem in den Griff zu bekommen. Es ist immer erstaunlich, wenn ich im Wahlkampf, ob ich einen Bäcker, Metzger, DAX-Konzernbesuche, alle reden vom Gleichen, ihnen fehlen Arbeits- und Fachkräfte. Und da können wir doch besser werden. Und das wäre die Baustelle, die wir in Bayern haben. Da ist der Bund nicht für verantwortlich. In Berlin hat man die Weichen dafür gestellt, mit dem Spurwechsel, dass sie den Arbeitsmarkt können. Bayern war leider dagegen, damit die hier arbeiten können. Und der weitere Punkt, der mir wichtig ist, mal deutlich zu sagen, wenn man von diesen Sonderprogrammen spricht, man kann sich über das ein oder andere reden, gehört aber auch zur Ehrlichkeit der Debatte mit dazu, dass wir im Jahre 2021, als wir schlagartig aus Afghanistan abgezogen sind, unsere Soldaten, ganz viele Ortshelfer, die den Kopf hingehalten haben, um unseren Soldaten zu unterstützen, dass wir die zurückgelassen haben. Mir berichten Soldaten davon, das waren die Kameraden für sie, die denen geholfen haben. Dass wir versuchen, die aber Menschen... Das sind ja jetzt nicht über, so viele Leute. Ja, aber es sind auch Sonderprogramme, wo wir dran sind, was hieß nicht Sonderprogramme, abschalten in diesem Bereich. Die wollen wir aus Afghanistan rausholen, auch mit ihren Familien. Die haben für uns gearbeitet, die haben für uns übersetzt und haben eine gewisse Verantwortung. Und ich finde es wahnsinnig toll, dass wir in Bayern viele ehrenamtliche Soldaten haben, die in Afghanistan waren.
die sich selber um die Integration dieser Menschen kümmern. Und das sollte man doch unterstützen in diesem Bereich. Aus dem anderen Programm aus Afghanistan, schauen Sie mal die Zahlen an, wie viele davon in Bayern ankamen, bis jetzt kein einziger. Okay. Interessanterweise ist es so, nur als Ergänzung, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer das auch wissen, es geht nicht um die Ortskräfte, es geht um ein Sonderprogramm, das die Bundesregierung aufgelegt hat. 1000 pro Monat sollten deswegen kommen aus Afghanistan, nicht Ortskräfte, jenseits davon. Und die Entscheidung übrigens, wer ausgewählt wird, sollen NGOs machen und nicht die staatlichen Stellen. Auch das ist ein grundlegender Fehler. Aus meiner Hinsicht ist die Zeit jetzt wirklich reif dafür, einen Stopp solcher Sonderaufnahmeprogramme zu machen. Sie vermitteln auch ein falsches Signal, übrigens auch an die gesamten Behörden und an die Bevölkerung. Und es wäre übrigens auch ganz gut, wenn das Bürgergeld nicht ständig erhöht wird. Denn das Bürgergeld ist mittlerweile so hoch, dass der Anreiz zu arbeiten reduziert wird. Ich finde, wer arbeitet, muss einfach deutlich mehr haben als jemand, der nicht arbeitet. Und der Abstand muss wieder vergrößert werden. Ich würde mir immer hoffen, dass Sie in Zukunft in Ihren Bierzelten nicht mehr davon sprechen, wie Sie es in Ihren Interviews auch gemacht haben, dass sich jetzt nicht mehr lohnt zu arbeiten. Jetzt haben Sie es gerade erstmalig, wo ich es gehört habe, die Wahrheit gesagt. Ich sage genau immer die das Gleiche. In Zeitung, Interviews kann man es nachlesen. Das sicher der BR-Faktencheck. Entscheidend ist, wenn einer arbeitet, hat er immer mehr als der Hartz-IV-Empfänger. Das wir ist haben ganz übrigens klar. einen Faktencheck, wir checken das ist alle ganz Aussagen. Klar, um das auch deutlich zu sagen, weil da wird schon auch, man muss sagen, da werden die Schwächsten in unserer Gesellschaft, da wird Neid über die ja ausgeschüttet in dem Bereich, schwach dastehen. Und dass das Bürgergeld in der hohen Inflation, in der hohen fossilen Energiepreiskrise angehoben worden ist. Sie haben selber davon gesprochen, wie teuer Nahrungsmittel geworden sind. Dass man dann den Bürgergeldbeitrag anhebt, ist doch nicht verkehrt für die Menschen, die jeden Euro dreimal umdrehen müssen. Es war doch richtig, dass wir gesagt haben, wenn die Kinder von Grundsicherungsempfängern im Sommer eine Arbeit aufnehmen, sich selber was dazu verdienen wollen, dass das Geld nicht mehr angerechnet wird, sondern den Kindern gehört, damit sie auch lernen, dass sich Leistung wieder lohnt. Da müssen wir noch auf einer Linie sein. Das war die richtige Entscheidung. Das Bürgergeld ist zu hoch. Und es führt dazu mittlerweile, dass sich viele Leute überlegen, aufgrund der gesamten Angebote, ob sie eine Arbeit annehmen oder nicht. Und das Zweite, was ich Ihnen sagen muss, tun Sie doch was dagegen, gegen die hohen Lebensmittelpreise. Erhöhen Sie nicht die Gastronomiesteuer von 7% jetzt wieder hochzusetzen. Ich habe das damals durchgesetzt. Wäre für Bayern wichtig. Senken Sie die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auf null. Und zwar nicht nur in der Diskussion, wie Herr Özdemir sagt, für vegane Sachen oder für Gemüse, sondern für alles. Ich glaube, das wären jetzt ganz wichtige Signale, könnte man sofort machen. Ist gar nicht mal so teuer, würde für viele Familien in ganz Deutschland eine ganz große Entlastung bedeuten. Aber was ist denn daran jetzt? Der Gedanke ist ja nicht verkehrt, aber faktisch falsch umgesetzt. Allgemein Mehrwertsteuer für alles zu senken, für Grundnahrungsmittel, dann mache ich ja auch das Essen für die Superreichen billiger. Soll ich mich nicht um die kümmern, die wenig haben, die jeden Euro zweimal anschauen müssen? Und ich würde gerne mal von Ihnen wissen, wie weit würden Sie das Bürgergeld absenken? Was ist der Betrag? Was steht einem zu? Sind es 350 bei Ihnen? Sind es 450? Sind es 550? Was ist die Summe, die Sie für angemessen halten? Wenn Sie die anderen Bereiche senken, dann ist auch insgesamt die Lebensführung deutlich besser. Und Sie müssen einfach sehen, dass diese Bundesregierung jetzt... Wie oft geht der Hartz-IV-Empfänger, wie oft geht er in die Gaststätte? Sie sind ja nicht Teil der Bundesregierung, deswegen, aber weil Sie es so loben, muss ich es erwähnen. Hätten Sie jetzt gesagt, die Bundesregierung macht was falsch, dann hätte ich jetzt gesagt, okay, Herr Hartmann hat es verstanden, setzt sich ab. Aber da Sie sie loben und geistigen Beifall klatschen, muss ich es einfach noch mal erwähnen. Allein im letzten Jahr, was da alles passiert ist. Sie haben die Rentner vergessen am Anfang bei der Unterstützung. Sie haben die Studenten vergessen bei der Unterstützung. Das wird dann holprig nachgeholt. Sie haben ein Heizgesetz gemacht, das zur Belastung für viele, viele Menschen geführt hat. Und übrigens auch so wahnsinnig unempathisch war, in einer Zeit großer Krise eine Zusatzbelastung zu machen, noch mal an der Schraube zu drehen. Das ist das übrigens, was mich am meisten auch stört, neben den unmittelbar falschen Beschlüssen. Sie haben überhaupt kein Gefühl bei den Grünen, was die Menschen draußen denken und was sie bewegt. Sie ziehen ihre ideologischen Bahnen und die ziehen sie auch durch. Und wenn sie da mal runterkommen davon würden, von diesen ideologischen Bahnen, Kernagier ist ein echtes Musterbeispiel, dann würden sie auch ganz andere Akzeptanz finden. Die Leute sind deswegen so verstört und wütend, weil sie den Eindruck haben, dass diese Regierung und leider auch ihre Partei so grundlegend an der Realität und an den Sorgen der Menschen vorbeiarbeiten. Aber was war jetzt falsch an Energiepreisbremsen für alle Menschen im Land? Was war daran falsch? Was war daran falsch, die Gasspeicher schnell vollzukriegen, damit keiner frieren muss? Was war daran falsch? Wir haben es geschafft. Sie haben davon gesprochen, von einer Gastriage, die uns droht. Wir haben es geschafft, dass wir gut durch den Winter gekommen sind. Dank den Unternehmen. Wollte uns Bayern nichts geben. Dank den Unternehmen,
Das Gas eingespart worden, die Gasspeicher sind voll. Und was ich erwartet hätte von, an Ihrer Stelle, ich hätte wirklich erwartet von Ihnen, als die Gasspeicher voll waren, Sie haben darauf hingewiesen, an alle Speicher zu denken, das wäre durchaus ein sinnvoller Beitrag, wenn er dann voll war, sich vielleicht gemeinsam mal mit dem Vizekanzler hinzustellen und sagen, das haben wir gemeinsam geschafft. Das hätte auch rechts außen etwas kleiner gehalten, mal gemeinsam Erfolge zu feiern. Wir haben die Gaspreiskrise gut in den Griff bekommen und auch die Abschlagzahlungen im Dezember, die nicht eingezogen worden sind, die Hilfen. Man hat immer mal einen vergessen, da bin ich bei Ihnen. Hat man nachgesteuert dann, schnell nachgesteuert. Die Hilfen haben besser funktioniert als die Corona-Hilfen in vielen Bereichen, die Sie umgesetzt haben. Darf ich noch einen Satz ergänzen, damit das klar ist? Herr Habeck hat uns damals gesagt, er will den Österreich-Speicher nicht füllen, der für Bayern, für Südbayern, auch für München ganz zentral gewesen wäre. Das sollen wir doch selber machen. Und erst nach einem langen Telefonat mit dem Bundeskanzler hat sich das dann anders dargestellt. Und der Vorschlag von Ihnen war damals, eine Gasumlage zu machen, keine Gaspreisbremse, hat Herr Habeck vorgeschlagen. Das hat er dann wieder kassiert. Also das war ein Konzept von Irrungen und Wirrungen. Und man verzeiht mir das, wenn ich das jetzt einfach noch mal anspreche. Da gab es Vorschläge, kalt duschen und Waschlappen zu verwenden. Oder das waren alles Vorschläge der Grünen. Ich fand die damals nicht angemessen. Ich bin froh, dass wir über die Runde gekommen sind. Nur eines bleibt jetzt, steht fest. Die anderen Länder kommen besser mit der Krise zurecht. Der Wohlstand in Deutschland wird weniger. Und da müssten sich die Ampel und da muss sich die Bundesregierung und die Grünen endlich auch überlegen, wie es bei Normalverdienern zugeht. Nicht nur bei den Schickimicke-Vierteln, sondern gerade auch bei den Normalen. Aber kein Land war so abhängig vom russischen Gas. Ja, ein Satz noch. Aber kein Land war so abhängig vom russischen Gas in Europa. Kein Land, wo die CSU und die Union uns reingetrieben hat. Das muss man ganz deutlich sagen. Kein trifft es so hart, den Ausfall der Gaslieferung. Die richtig sind, dass sie ausfallen, weil wir mit einem Kriegstreiber keine Geschäfte machen wollen, trifft Deutschland am härtesten. Okay, jetzt hat jeder seinen Satz gesagt. Danke. Ja, wir sprechen gleich ausführlich noch über das große Thema, das auch viele Menschen bewegt, über die Energiepolitik. Zuerst aber würden wir gern mit Ihnen über das Thema Wirtschaft reden. Die bayerische Wirtschaft, die wächst zwar noch ganz zart im Vergleich zur deutschen, die schrumpft, aber von Aufschwung kann hier ja auch keine Rede sein. Die Stimmung der meisten Unternehmen ist ziemlich verhalten bis mies oder sehr schlecht. Zum Beispiel der Bayerische Industrie- und Handelskammertag sagt, die bayerische Wirtschaft ist ausgebremst. Und 70% der Betriebe in der Metall- und Elektroindustrie, die behaupten, die Standortbestimmungen hier in Bayern, die haben sich verschlechtert. Herr Söder, wie kann der Wirtschaftsstandort Bayern wieder stark werden? Sie haben es gerade gut angesprochen. Bayern ist stärker als alle anderen, bleibt auch stärker. Wir haben auch ein stärkeres Wachstum noch. Aber es ist gebremst durch die nationalen Entscheidungen, in der Tat. Wir hatten vor wenigen Tagen gab es einen Gipfel mit der Chemieindustrie im Kanzleramt. Die hatte gehofft, dass es für einen Industriestrompreis endlich ein Signal gibt. Null. Wir haben bei der Automobilindustrie, bei der IAA, noch mal gefordert, dass die E-Mobilitätsförderung nicht gekürzt wird, während die anderen in China massiv subventionieren. Null. Also das sind alles Themen, die auf nationaler Ebene laufen. Wir versuchen, unseren Beitrag zu erbringen, das ist ja die richtige Frage, indem wir die Erneuerbaren ausbauen wie noch nie in der bayerischen Geschichte und nach Aussagen des Bundeswirtschaftsministers die stärkste Ausbaudynamik haben oder den stärksten Ausbau haben in Deutschland. Wir haben ein eigenes Bauprogramm noch mal auf den Weg gebracht jetzt für das Bereich Handwerk, sowohl für das Handwerk, um bauen zu können, als auch für junge Familien, um beispielsweise sich ein Eigenheim noch leisten zu können. Wir haben ein Bayern-Darlehen gemacht, wo man 3% weniger Zinsen zahlen muss als im Bund. Wir haben vor allem unsere Forschungsleistungen massiv erhöht, was dazu führt, dass viele Unternehmen wie Siemens, MAN, Apple beispielsweise entscheiden, Bayerns zu sein. Heute die tolle Entscheidung oder die tolle Nachricht, Nobelpreis, wieder nach Bayern zu kommen für Physik. Also das sind alles die Dinge, wo wir machen. Aber Sie haben völlig recht, wenn sich die Rahmenbedingungen, die makroökonomischen, so nennt man es, in Deutschland nicht grundlegend verbessern, dann nimmt ganz Deutschland Schaden. Herr Erdmann, Sie sind ein bisschen noch in der Zeit hinten dran, deswegen bei Ihnen auch noch mal tief nachgefragt. Hohe Kosten, die Unternehmen klagen darüber. Es gibt zu wenig Fachpersonal. Und der Bayerische Industrie- und Handelskammertag redet von Alarmstufe Rot. Und fast die Hälfte der größeren Firmen will die Produktion einschränken oder sogar ins Ausland verlagern. Und immer wieder hören wir von solchen Institutionen, auch Wirtschaftsverbänden, das Stichwort Deindustrialisierung. Was müssen wir besser machen? Wir müssen besser werden. Wir brauchen raus aus der Abhängigkeit von teurem Öl und Gas. Das ist ganz deutlich zu sagen. Kein Bundesland war so abhängig vom russischen Gas und Öl wie Bayern. Das trifft jetzt unsere Wirtschaft. Das Chemiedreieck braucht viel Energie, das ist unstrittig, kam viel aus Russland. Strom ist deutlich teurer geworden. Deswegen ist der Industriestrompreis ja die richtige Antwort. Ich frage mich nur gerade, weil vorher hieß es ja immer, die Grünen würden die Ampel alleine dominieren. Der grüne Wirtschaftsminister war der Erste, der einen
Industriestrompreis ins Debatte eingeführt hat. Denn ich mir mal gewünscht, Unterstützung aus Bayern ab erster Minute für unser Chemiedreieck, für unsere Glasindustrie zu unterstützen, statt immer auf die Ampel zu schimpfen. Denn wir uns da durchsetzen können, damit es einen grünen Industriestrompreis gibt für unsere Wirtschaft im Übergangszeit, um eine Art Brücke zu bauen, um dann auch in das, ja, ist die Erneuerbaren massiv ausgebaut sind. Ein weiterer Bereich, wenn man sich mal anschaut, wir alle wissen, dass sauberer Strom wird ein Standortfaktor werden. Das sehen wir in den neuen Bundesländern, wo Unternehmen sich ansiedeln, da ist günstiger Strom vorhanden aus Wind und Sonne. Ja, bei der Windkraft führt Bayern ein Schattendasein. Im ersten Halbjahr oder bis Ende August 2023, also in diesem Jahr, wurden in Bayern gerade mal 4 neue Windkraftanlagen genehmigt. Bundesweit fast 600 in Nordrhein-Westfalen. Kleine, ich gehört aber mit dazu, weil das die Voraussetzung ist. Und Nordrhein-Westfalen hat 210 Anlagen im gleichen Zeitfenster neu genehmigt. Und das sieht man, da ist gewaltig Nachholbedarf. Sie können gleich weiter antworten. Ja, aber eine Sache, weil Sie jetzt ja viel aufzählen, was besser gemacht werden soll. Wenn man Umfragen liest, da ist die CSU im Bayern-Trend die Partei bei 48% der Menschen, der am ehesten zugetraut wird, die Wirtschaftsprobleme zu lösen. Und bei den Grünen sind es nur 4%. Wie schmerzhaft ist das für Sie? Naja, ich vergleiche es damit der Energiewende. Im Bayern-Trend ganz weit oben ist auch das Thema Energiewende voranzubringen. Und wir alle wissen, was ist denn der Rohstoff für die Industrie? Kluge, gute Köpfe, gute Unternehmer, also Bildung und Forschung, unstrittig. Und auch günstig verfügbare Energie, die wir brauchen. Vor allem für die Chemieindustrie, für die Grundstoffindustrie, sei es Zement, sei es Papier, sei es Glasindustrie. Und da kommt es doch darauf an, in Zukunft einen günstigen, sauberen Strompreis zu haben, der auch sauber ist, um CO2-Werte einhalten zu können. Und da wäre doch der grüne Industriestrom genau die richtige Antwort. Und es wäre aber sinnvoll dann, auch im eigenen Land Windkraftanlagen zügig zuzubauen. Und richtig, es gibt jetzt die ersten größeren Parks in Südbayern. Chemiedreieck haben wir unterstützt, ist richtig, ist ein entscheidender Schritt. Aber entscheidend ist auch, dass wir in den nächsten Jahren schnell vorankommen. Und dafür brauchen wir 2% der Landesfläche, um schneller genehmigen zu können. Genehmigungszeit wurde auf Bundesebene von 8 auf 4 Jahren halbiert. Ist ein erster Schritt. Wir können noch besser werden eines Tages. Der erste Schritt greift aber nur in Vorranggebieten. Und dann wollen Sie die Vorranggebiete in Bayern erst im Jahre bis zum Jahre 2032 ausweisen. Da verlieren wir doch 9 Jahre. Machen wir das doch bis Ende 2024. Bringen wir die Windkraft in Bayern voran mit der Solarkraft, mit Biomasse als erneuerbare Sicherheitsenergie, dann wird doch ein Schuh draus. Pack mal das doch endlich mal an, Bayern wirklich zum Vorreiter der Energiewende zu machen. Jetzt haben Sie zeitmäßig aufgeholt, deswegen Herr Söder, bitte. Also es ist doch unstrittig, dass Bayern bei den Erneuerbaren mittlerweile in Deutschland ganz vorne liegt. Wir sind bei installierter Leistung klar die Nummer 1. Und wir sind bei Photovoltaik, kann man echt sagen, Super-Champion. Da machen wir mehr als Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen zusammen. Wir sind bei Wasserkraft klar die Nummer 1. Wir sind bei Biomasse, erzeugen wir mehr Strom als Hessen. Gesamterneuerbaren Strom hat, Geothermie. Und beim Wind sind wir die stärksten im Süden. Stärker als das grün regierte Baden-Württemberg. Wir haben seit 2020 50% erneuerbare Energienausbau zugelegt. Und wir haben auch den Wind komplett reformiert. In der Tat ist es so, die genehmigten Windräder jetzt sind die beantragten von vor 7, 8 Jahren. Das, was jetzt beantragt wird, wir haben fast 500 Anfragen für neue Windräder in Bayern. 500. Circa. Und wir werden 2 große Windparks auf den Weg bringen. Einen für die Chemieindustrie. Das ist der größte in ganz Süddeutschland. Gibt es in Baden-Württemberg auch nicht. Und einen zweiten, ist auch einer der größten, am Rennsteig in Oberfranken für die Glasindustrie. Also das tun wir alles. Nur jetzt kommt das Problem. Das hilft uns natürlich mittelfristig. Da sind wir sehr dafür. Wir werden da auch, glaube ich, onshore beim Wind die Nummer 1 in Deutschland werden können, wenn wir so weitermachen. Bei Erneuerbaren bleiben wir vorne. Aber wir brauchen auch, ich sage mal, für die windstille Nacht jetzt vorübergehend eben Unterstützung. Und deswegen noch einmal der Satz, wir steigen aus der Kernenergie einseitig aus, mit dem Ergebnis, dass wir von woanders Atomstrom beziehen müssen und im Winter, so sind die offiziellen Ansagen der Bundesregierung, Kohlekraftwerke wieder anwerfen müssen. Das ist ökologisch eine Schande für Sie als Grüne und es ist auch einfach wirtschaftlich falsch. Und deswegen noch einmal, Ausbau der Erneuerbaren sind wir gar nicht strittig. Da wäre übrigens noch gut, wenn vor Ort genauso viel Unterstützung da wäre wie von Ihnen hier. Aber wir brauchen grundlastfähige Energie und deswegen glauben wir fest daran, dass die Kernenergie noch eine Chance hätte. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir haben entschieden, die Kernfusion als eine neue Energieform mit einem großen Betrag zu fördern, weil wir in Bayern den ersten Fusionsreaktor auf den Weg bringen. Da würde mich mal interessieren, Herr Hartmann, jetzt gibt es diese Kernfusion. Herr Söder sagt, wir bauen auch mehr Windkrafträder. Würden Sie sagen, okay, er kommt mir entgegen, ich komme Ihnen bei der Kernfusion entgegen? Also die Frage ist doch bei der Kernfusion, also
Jeder, der gerade zuschaut und noch in der Schule ist, der wird es im Schulbuch kennen. Da hieß es vor 30 Jahren schon, in 30 Jahren sind wir soweit. Jetzt heißt immer noch, in 30 Jahren sind wir soweit. Das mag eines Tages kommen. Ich glaube auch an die Wissenschaft, an die Forschung. Sind noch ganz viel weiter. Aber wir brauchen doch jetzt schnell Lösungen. Wir wissen, dass wir bei Windkraft Vorranggebieten, am Rennstall zum Beispiel, ich war ja selber vor Ort, werden in 4 Jahren die Anlagen bereits stehen und Strom produzieren, weil dort ein Vorranggebiet ist. Hätten wir jetzt 2% Vorranggebiete, dann würden die Anlagen in 4 Jahren stehen in Bayern, in mehreren Regionen, deutlich schneller als andere Techniken. Und da müssen wir doch das nehmen, was so nah liegt, was Wertschöpfung in eine Region bringt, wo die Menschen daran beteiligt sein können und was noch klimafreundlich ist. Da haben wir doch einen dreifachen Gewinn. Und wenn dann die Menschen in Bayern von Zuschauern zu Akteuren der Energiewende machen, dass sie daran beteiligt sind, dann wird es zügiger vorangehen. Und ein Thema ist ganz ausgeklammert worden, wenn es darum geht, schnell Energie zu haben. Eigentlich sollten die Stromleitungen aus dem Norden in den Süden, die sollten 2023 fertig sein. Da gab es in Bayern massiven Widerstand, das war Ihr Vorgänger, der hat von der Monstertrasse gesprochen, hat den Leuten Angst gemacht, hat die Notwendigkeit in Frage gestellt und dann kam er mit der Erdverkabelung. Und das zeigt ganz deutlich, wie viel wertvolle Zeit wir verloren haben und dass die nötige Weitsicht in diesem Bereich fehlt. Da fehlt die Weitsicht, wir brauchen als starkes Industriestandort, brauchen wir viel Strom, das ist unstrittig. Und da frage ich mich bis heute, wie konnte man diesen gewaltigen Fehler machen, die Stromleitungen so massiv auszubremsen? Und bei Ihnen im Kabinett saß ja noch der größte Stromleitungsgegner als Wirtschaftsminister sogar noch am Kabinettstisch. Ja, aber da 2 Dinge zur Ergänzung. Erstens einmal so, haben wir den Wald komplett geöffnet für den Wind, was die größte Chance ist, weil wir 40% Waldfläche haben. Und da kann man ganz sensibel ganz neue Möglichkeiten für den Wind schaffen. Da entstehen übrigens auch die entsprechenden Windparks. Zweitens, uns ärgert übrigens, wir glauben auch nicht, dass die bayerische Industrie nach Buxtehude, Brunsbüttel oder sonst wo abwandert. Denn die großen Unternehmen werden sich dann am Ende, weil ihnen fehlende Energiepreise national fehlen, vielleicht woanders hin orientieren. Die Amerikaner werben sehr aggressiv um die entsprechenden Unternehmen. Und die großen Unternehmen sind, wenn sie am Überlegen sind, dorthin zu gehen. Und das Dritte, also mit den Stromleitungen. Also ich bin echt dafür, die schneller zu bauen. Aber ich fand die Idee mit Erdverkabelung wichtig, weil es einen großen Konsens gibt. Aber die Wahrheit ist doch, vor wenigen Tagen war Spatenstich beim Südlink. Wo war denn der? War der jetzt an der hessischen Grenze? Also ist alles gebaut worden bis kurz vor Bayern? Und ist jetzt so, dass also Bayern das Letzte ist? Bei Hamburg, lieber Hartmann, war der Spatenstich. Das heißt, da ist überhaupt nichts passiert. Das heißt, das ist eine nationale Frage. Bitte nicht immer alles nur sagen, ich verstehe als Opposition, dass alle anderen schuld sind. Und sorry, ich habe es hier in Nürnberg bei vielen Stellen erlebt. Auch wenn Sie in München sagen, ich bin mit Feuer und Eifer für etwas, Örtliche sind fast immer dagegen, bei fast jeder Anlage und gerade auch bei Stromleitungen. Das ist leider so, das ist auch bei den Grünen so. In München sagt man Hui und vor Ort spricht man manchmal Pfui. Das ist leider die Wahrheit. Das Bundesland, das am schnellsten Stromleitungen neu gebaut hat, das war Schleswig-Holstein mit dem grünen Wirtschaftsminister. Nur mal die Fakten einzuordnen. Ist auch sehr klein im Vergleich zu Bayern. Bis 2040 will Bayern ja klimaneutral werden. Ist das ein Versprechen, eine vage Hoffnung? Hubert Aiwanger, Ihr Wirtschaftsminister, hat in unserer BR24-Wahlarena gesagt, ob wir das erreichen, dieses Ziel, das wissen wir nicht. Das ist ja wie wenn ich jetzt als Fußballverein sage, ich möchte nächste Saison Tabellenführer werden. Für wie realistisch halten Sie? Also ich glaube, die Freien Wähler diskutieren da gerade. Der bayerische Umweltminister, der Experte ist, also der kennt sich mit den Themen auch tatsächlich im Vergleich zu anderen aus, der sagt, natürlich ist das realistisch, es ist ambitioniert, keine Frage. Aber wir investieren ja pro Jahr. Aber Ihr eigener Wirtschaftsminister glaubt offenbar nicht dran. Ich bin jetzt auch nicht zuständig, was jemand glaubt. Ich kann nur das sagen, was Bayern macht. Und was Bayern macht, ist, dass wir jetzt pro Jahr 1 Milliarde ausgeben. Übrigens nicht nur für Klimaschutz, sondern auch für Klimaanpassung. Weil wir sowohl beim Wasserschutz, Georisiken eine große Herausforderung haben durch die Veränderung des Klimawandels. Und schauen Sie, ich bin der festen Überzeugung, wir müssen da tätig sein. Denn all das, was wir heute besprechen, geht ja nicht nur um die Frage, kommen wir jetzt über den nächsten Winter, sondern meine Aufgabe, ich habe 4 Kinder und ich möchte, dass diese Kinder eine genauso gute Zukunftsperspektive haben und vielleicht auch ihre Kinder dann, also die Enkel. Und deswegen, klar, bekennen wir uns zum Klimaschutz. Mit dem Pflanzen von Wäldern, dem Ausbau der Renaturierung der Moore, was sehr wichtig ist, dem Ausbau der Ladeinfrastruktur, Verwendung von Holz beispielsweise als Baustoff auch, neben den normalen bisherigen Baustoffen. Und da sind wir, glaube ich, sehr gut unterwegs. Und deswegen gehe ich eher davon aus, dass wir schaffen werden. Allerdings nur, wenn wir dann auch uns national vernünftig bodenständig geben und nicht ideologische Politik machen. Herr Hartmann, Sie sind bei der Jugendwahl mit den Anhängern der Grünen ein bisschen abgeschmiert. Da haben viele Jüngere unter 18 Sie nicht gewählt. Ist es so, dass Sie sich bei dem Thema Energie, Klima gar nicht mehr so profilieren können? Aber es geht gar nicht darum, ob man sich profiliert als Partei. Es geht doch erstlich darum,
was die Zeit erwartet. Und wenn man so weitermacht mit dem Klimaschutztempo der Staatsregierung, brauchen wir über 100 Jahre, um in Bayern klimaneutral zu sein. Wenn man mit diesem Tempo weitermacht. Wir erleben gerade Starkwetterereignisse, wie wir sie nicht kannten. Im Südbayern Hagelkörner, in Benigbeuern so groß wie Tennisbälle, wo in kürzester Zeit 80% der Dächer der Häuser kaputt gegangen sind. Wir haben Waldbrände in Griechenland, die wir sie nicht kannten, wo in der Urlaubszeit die Hotelkäste vor dem Feuer fliehen müssen. Das sind doch Bilder, an die wollen wir uns doch nicht gewöhnen. Also immer konsequenten Klimaschutz jetzt betreiben. Und das heißt für mich auch, Klimaschutz heißt in erster Linie auch, die Lebensleistung der Menschen zu schützen. Was geht noch als erstes kaputt beim Starkwetterereignis? Das Eigenheim der Menschen. Die Versicherungsprämien werden extrem steigen. Wir machen doch Klimaschutz, um Lebensgrundlagen für uns, unsere Kinder und Enkelkinder zu halten. Und da kommt es wirklich auf konkrete Maßnahmen an. Und das heißt für uns auch, eine Verkehrswende voranzubringen, wo man dringend was machen muss, im Gebäudebereich, im Wärmebereich. Man kann an einer Seite zwar immer Berlin kritisieren, aber keinen konkreten Vorschlag. Bis vor kurzem wurden in Bayern ja noch neue Öl- und Gasheizungen gefördert in diesem Bereich. Ist gar nicht so lange her. Wir wollen doch raus aus den dreckigen Fossilen, um unser Klima zu schützen, um CO2 einzusparen, zu reduzieren. Da müssen wir doch dringend in Bayern im großen Stil mal den Wärmeschatz unter unseren Füßen anzapfen, die Erdwärme. Geothermie. Im großen Maß. Im Haushalt sind nicht mal 10 Millionen vorgesehen. Das reicht nicht mal für eine Bohrung. Da müssen wir doch größer denken. Das hilft doch den Menschen, den Kommunen. Und da biete ich Ihnen gerne einen Pakt an. Bringen wir die Erdwärme in Bayern gut voran, gemeinsam mit den Kommunen. Dann können wir gemeinsam aus Berlin 40% der Förderung der Nahwärmenetze abgreifen. Holen wir uns zurück nach Bayern. Packen wir noch 20% von bayerischen Geldern obendrauf. Dann helfen wir unseren Kommunen, die Wärmewende für die Menschen zu schaffen. Ihre Zahl sagt ja selber, wir könnten 25% des Wärmebedarfs damit decken, dann machen wir das doch gemeinsam und nehmen das Geld aus Berlin von der Förderung. Fangen wir an. Verzeihen Sie mir, wenn ich das jetzt sage, deuten Sie an, dass Förderungen aus Berlin nur möglich sind, wenn Sie in einer Regierung wären? Nein, aber dass man es machen muss. Sie sagen es so, Sie bieten es an. Also das wäre übrigens ein starker Tobak, wenn es so wäre. Ich hoffe nicht, dass das so gemeint war. Ganz im Gegenteil, also wir tun das ja, wir haben ja Werner Güngst, ich weiß, ob Sie da auch dabei waren, bei einer der größten neuen Bohrvorhaben, die es da bei uns gibt, wobei wir auch nicht ganz Bayern aufbohren wollen. Wir wollen auch nicht einfach jedes Haus ein Windrad stellen, sondern wir machen das klug und umsichtig und sind damit übrigens stärker als die Kolleginnen und Kollegen aus Baden-Württemberg. Was mir so ein bisschen auch Sorge macht bei dem Thema ist die Art und Weise, wie wir zusätzlich umgehen. Jetzt, weil es ist nochmal den Brückenschlag zwischen Klimaschutz und Wirtschaft. Es kommt ja die Debatte von einigen Ländern, dass die Netzentgelte in Bayern teurer werden sollen. Also die Stromkosten insgesamt teurer werden. Wir weisen es übrigens nachhaltig zurück. Das haben Sie jetzt nicht gefordert, aber das machen andere Bundesländer. Und wir lehnen das wirklich grundlegend ab. Erstens, weil wir beim Ausbau der Erneuerbaren nach offizieller Lesart von Herrn Habeck, der ist ja zuständig, vorne liegen. Und weil wir ohnehin einen Länderfinanzausgleich zahlen, der langsam nicht mehr geht. Wir zahlen jetzt 10 Milliarden und es ist doppelt so viel wie bei der ersten Klage. Und es kann nicht sein, dass in anderen Ländern praktisch bayerisches Geld verwendet wird für Dinge, die wir selber bräuchten. Deswegen gehen wir jetzt auch nach Karlsruhe und klagen, irgendwann ist mal die Grenze erreicht. Mich stört immer diese ständige Benachteiligung und Schlechtreden von Bayern. Wir sind echt ein super Land. Wir sind nicht perfekt, aber wir sind im Vergleich zu allen anderen, sorry, auch Länder, wo die Grünen regieren, einfach vorne. Und es wäre mal schön, wenn man das respektiert und die Leistung der Menschen anerkennt. Ganz kurz zu den Strompreiszonen. Da wäre gut, wenn Sie bei der EU-Kommission, da sind Ihre Leute von Ihrer Schwesterpartei in den Ämtern, sich dafür einsetzen, dass die EU keine zwei Strompreiszonen in Deutschland verordnet. Das ist doch Ihre Aufgabe. Machen Sie das doch in Brüssel. Das droht doch aus. Die Strompreiszonen drohen doch aus Brüssel. Das ist doch richtig. Das andere sind die Netzentgelte. Das ist eine andere Baustelle. Das wird nicht gewaltige Unterschiede machen. Die Netzentgelte, die werden, soll einheitlich gemacht werden. Ist übrigens auch gut für Bayern, weil gerade die Menschen in Niederbayern im ländlichen Raum deutlich mehr Netzentgelte zahlen als die Menschen in Nürnberg in der Stadt oder in München. Und dafür mehr Gerechtigkeit zwischen Stadt und Land zu sorgen, da sind wir noch auf einer Linie. Aber Strompreiszonen, das kommt von Brüssel. Bitte an Ihre Kommissarpräsidentin sich wenden, dass man das nicht umsetzen soll. Das ist Ihre Aufgabe. Grüne Minister aus dem Norden sind da die ersten Protagonisten. Stichwort Geld. Wenn die Menschen in ihren Geldbeutel schauen, dann stellen die meisten, im Prinzip alle fest, da ist weniger drin wegen der Inflation. Über 70% aller Produkte sind in den letzten eineinhalb Jahren teurer geworden. Bei Nahrungsmitteln sind die Preise um 27% raufgegangen, das sagt das Statistische Bundesamt. Ja, Herr Söder, was
kann man tun, damit die Menschen einfach wieder mehr Geld in ihrem Geldbeutel haben am Ende des Jahres? Also bei Lebensmittelpreisen speziell wären zwei Dinge wichtig. Erstens mehr Möglichkeiten geben, Nahrungsmittel anzubauen, also die großen Flächenstilllegungen, die es immer gibt. Und auch die zum Teil Kontrolle und die Regulationen gegenüber der Landwirtschaft sind falsch. Also Landwirtschaft produziert hervorragendste Lebensmittel, könnte noch mehr machen. Und die ganzen Debatten um Tierhaltung reduzieren, wenig Fleisch oder kein Fleisch essen, sind grundlegend falsch in der Zeit. Das Zweite ist, wir spüren es tatsächlich, dass immer mehr Menschen zu den Tafeln gehen. Und obwohl sie dort großartige Arbeit leisten und geleistet wird, wir haben auch mehr Mittel dafür gegeben, ist das auf Dauer nicht der Weg. Deswegen noch einmal, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auf null zu senken, und zwar für alle Grundnahrungsmittel, nicht nur für Gemüse und Salat beispielsweise, wäre ein wichtiges Signal der Entlastung für viele Familien, wenn man das an der Stelle machen würde. Und es wäre auch ein Fehler, die Gastrosteuer, also die Mehrwertsteuer auf Gastronomie, die durch meinen Einsatz von 19% auf 7% gesenkt wurde, die darf auf keinen Fall angehoben werden. Es wäre eine wichtige Entscheidung von der Ampel, dass die nicht getroffen wird. Das sind alles kleine Maßnahmen, so scheint es. Aber das bringt zum Teil Entlastungen von 800 bis 900 Euro für die Familie. Das Thema Mehrwertsteuer, wird es ja jetzt eine Änderung kommen oder bleibt es dabei also bei der niedrigen Mehrwertsteuer? Da wollen wir mal festlegen, die Umsatzsteuer für die Gastro wurde ja in Corona damals gesenkt, übrigens wurde es ja gemacht. Wir haben es bereits einmal wieder verlängert, weil die letzte Regierung wollte es ja auslaufen lassen. Das gehört zur Ehrlichkeit der Debatte dazu. Die GroKo wollte es auslaufen lassen, war befristet. Jetzt ist es weiterhin befristet. Ich bin dafür, die weiterhin zu verlängern. Da bin ich auf Ihrer Linie. Weil ich nicht nachvollziehen kann, warum eigentlich die Semmel am Schnellimbiss sozusagen anders besteuert wird als das gute Essen der bayerischen Gaststätte, wo ich mich hinsetze. Das verstehe ich nicht. Warum ich, wenn ich beim Kiosk was nehme, zahle ich die 7%. Wenn ich in Zukunft mich hinsetze, in Ruhe was esse, gute Nahrungsmittel, soll ich 19 zahlen, verstehe ich nicht. Kann man und sollte man ändern. Aber entscheidender Punkt ist doch, Nahrungsmittelpreise, das bereitet uns alle Sorgen, das ist unstrittig. Aber wir müssen mal anschauen, durch was die Kosten, ja, Impulse kamen. Einmal durch Ernteausfälle in Südeuropa, durch Starkwetterereignisse, wie wir sie nicht kannten, auch im Grund, den Klimaschutz zügiger voranzubringen. Wenn man mit Landwirten spricht, allein jetzt auch die Weizen, der Brotweizen, der in Bayern leider oft zu schlecht zum Backen ist, nur für die Fütterdrüge verwendet werden kann, nach Aussage vom Bauernverband, sind die Wetterereignisse eine Ursache. Wir sehen doch ganz deutlich, dass Starkwetterereignisse der größte Faktor werden, dass Lebensmittelpreise gewaltig schwanken und oft nach oben gehen. Wenn Landwirte durch Unwetter, Ernteausfälle bis zu 30% haben, dann wird es zum echten Problem. Und da müssen wir doch dringend auch an die Ursachen rangehen, vorübergehend denen auch helfen, die zu wenig haben. Ich halte aber nichts davon, immer das Prinzip Gießkanne für alle was zu reduzieren. Es gibt auch viele, die bräuchten eine Reduzierung, okay, nicht bei Grundnahrungsmitteln. Ich würde genau die unterstützen, die dringend die Hilfe brauchen. Wir würden jetzt ganz gerne etwas machen, was vielleicht Politikern gar nicht so leicht fällt, nämlich eine Fragerunde machen, bei der man nur mit Ja oder Nein antworten sollte oder darf. Herr Söder, fangen wir mit einer Frage an und beide dürfen antworten, aber ich fange mal bewusst bei Ihnen an. Sollte die Amtszeit für Regierungschefs begrenzt werden? Ich habe das damals... Ja oder nein? Ich wollte das damals, die Grünen haben gesagt nein, also gehe ich davon aus, dass sie wollten, dass ich länger im Amt bleibe. Und? Ja oder nein? Das Thema ist jetzt vom Tisch. Okay, was sagen Sie? Das können die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Ja. Nächste Frage, fangen Sie bitte an, Herr Hartmann. Rente erst mit 70, wird es kommen? Ich glaube, die Frage ist, zu welchem Zeitfenster? Aktuell steht das für mich nicht an. Ich glaube eher, dass wir das flexibler gestalten sollen, wenn einer länger arbeiten möchte, es auch machen kann, auch da mehr Rentenpunkte also bekommt, ja oder in dem nein? Bereich. Es ist kein bayerisches Thema, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann Ihnen nicht beantworten, zu welchem Jahr das kommen wird. Aber wenn wir immer älter und gesund im Alter bleiben, da wäre es unehrlich zu sagen, es bleibt immer gleich. Ich weiß nicht, was da in 5, 10 oder 15 Jahren ist. Ja oder nein? Ich kann es nicht beantworten, was in 10, 15 Jahren ist. Okay, mal schauen, ob Sie dann mal mit Ja oder Nein antworten. Ich würde sagen, Herr Söder. Eindeutig nein. Also das ist völlig unangemessen. Nein. Ich glaube, da können Sie jetzt schon mit Ja oder Nein antworten. Wollen Sie das Ehegattensplitting abschaffen? Auf keinen Fall, nein. Wir wollen es für neue Ehen auslaufen lassen. Sollten Milchbauern und Viehzüchter mehr Geld verdienen? Ja. Ja, natürlich. Und die Tierhaltung muss weiter eine Perspektive haben und nicht eine Reduktion der Tierhalter, wie in Berlin geplant. Sind Sie für Gipfelkreuz auf unseren Bergen? Ja. Natürlich. Haben Sie Sympathien für die letzte Generation? Da kann ich nicht mit Ja oder Nein antworten. Ich habe für die Ängste und Sorgen habe ich Verständnis. Und wenn ich selber mit meinen Kindern am Spielplatz bin und den Kindern beim Spielen zuschaue, mir dann immer auf dem Handy mal Nachrichten sehe von Starkwetterereignissen, denke ich mir ganz oft,
In welcher Welt werden die eines Tages leben, wenn wir nicht endlich die Klimakrise in den Griff bekommen? Aber es geht ja jetzt um die Aktionen der letzten Generation. Aber es heißt um die Sorge, die teile ich. Aber die Form des Protestes, die teile ich nicht. Also keine Sympathie, nein. Für die Form der Proteste nicht, für die Forderungen ja. Wie sieht es bei Ihnen aus? Nein, natürlich nicht. Das ist völlig überzogen. Und meine Empfehlung wäre, lieber für den Klimaschutz arbeiten, statt zu kleben, und lieber mit Hirn die Probleme der Herausforderung anzustehen, statt mit Leim. Sollten Pflegekräfte besser bezahlt werden? Ja. Ja, natürlich. Aber muss man was dafür tun. Haben Sie schon mal Cannabis konsumiert, also gekifft? Ja, als Jugendlicher, ja. Herr Söder? Ja, und noch eine Frage. Sollte es ein Tempolimit von 30 km/h in bayerischen Ortschaften geben? Nicht generell, nein. Die Ortschaften sollten die Freiheit bekommen, das selber vor Ort zu entscheiden, was für sie am besten ist. Ist es, der Stadtrat vor Ort entscheiden darf, ob sie es reduzieren oder nicht. Und die Freiheit würden wir gerne den Kommunen geben. Apropos Kommunen, apropos Ortschaften. Ist es so, dass Bayern immer mehr verödet in manchen Ortschaften? Keine Bank, keine Apotheke, kein Metzger, Bäckerei nicht. Gibt es da so eine Ungleichheit in Bayern, die ein echtes Problem wird, immer größer womöglich? Also wir hatten schon größere Spreizungen, das stimmt. Ich habe damals als Heimatminister begonnen, das zu ändern. Wir haben für gerade die Bereiche in Ostbayern, Niederbayern, Oberpfalz oder auch Oberfranken dann umfangreiche Programme gemacht, die eine starke Wiederbelebung, zu einer starken Wiederbelebung geführt haben. Mit Behördenverlagerung, Digitalisierung, auch Ausgliederung von Hochschulen beispielsweise oder der Gründung von Technologietransferzentren. Da gibt es tolle Beispiele, wie Ortskerne, die wirklich schwierig waren, wiederbelebt sind. Beispielsweise Städte wie Grafenau, Fallmern, viele andere aber auch. Das war sehr erfolgreich. Das werden wir übrigens auch fortsetzen. Und wir haben auch zusätzlich Geld gegeben, um die Innenstadt attraktiver zu machen. Ein Problem haben wir aber. Der Onlinehandel, der enorme Onlinehandel, der durch die Corona-Zeit noch mal beschleunigt wurde, der führt dazu, dass insbesondere der stationäre Einzelhandel ein echtes Problem bekommt in den Städten. Und ich wäre dafür, auf nationaler Ebene da eine andere Form der Besteuerung zu machen. Weil es kann nicht sein, dass die Leute hin und her schicken, vor und zurück sich die ganzen Sachen und gar nicht mehr einkaufen können beim Einzelhandel. Wir müssen was für den Einzelhandel in den Städten tun. Herr Hartmann, die Metropolregionen bekommen immer mehr Zulauf. Immer mehr Menschen ziehen in die Städte. Und zum Beispiel aus dem Fichtelgebirge ziehen immer mehr Leute weg. Wie wollen Sie dieses Gefälle, diese Wanderung von Menschen stoppen? Also erstmal möchte ich ganz kurz auf den Punkt noch mal eingehen, weil ich da viele Erlebnisse hatte im Wahlkampf, dass mich ältere Menschen in den Dörfern ansprechen und erzählen immer die gleiche Geschichte. Zuerst kam eine überdimensionierte Umgehungsstraße, dann hat sich dort ein Discounter angesiedelt und hat der Bäcker, der Metzger im Ort geschlossen. Die letzte fußläufige Einkaufsmöglichkeit, und damit fällt auch eine regionale Handelsstruktur weg, weil das Fleisch vom Discounter nicht mehr vom Landwirt aus dem Ort kommt. Und diese Entwicklung, die würde ich gerne eindämmen. Und ganz deutlich sagen, innen vor außen. Und es ist richtig, es gibt viele Förderprogramme, da wird viel Geld ausgegeben. Aber ich finde es absurd, gegen eine Entwicklung anzusubventionieren, die man selber auf der grünen Wiese geschaffen hat. Das würde ich erst mal trockenlegen und dann die Ortskerne stärken. Weil das macht doch die Dörfer lebenswert. Das schlägt das Herz einer starken Dorfgemeinschaft. Und das ist auch dann der Kern zu Ihrer Frage. Das wertet doch die Regionen auf. Wenn ich früher in Bayern unterwegs war, mit meinen Eltern beim Urlaub. Ich komme aus einer grünen Familie, da ist man nicht so oft weggeflogen. Da war man in Bayern. Und ich bin in Bayern überall Fahrrad gefahren oder war wandern. Da kannte ich eigentlich die Ortschaften, die Ortseinfahrten, die waren anders. Mittelfranken eher die Fachwerkhäuser, schöne Dorfplätze, die belebt waren. Wenn ich heute als Politiker im Wahlkampf unterwegs bin, fahre ich in gesichtslose Ortseinfahrten oft. Umgehungsstraße runter, immer der gleiche Discounter, neben den gleichen Drogeriemarkt, ist immer das Gleiche. Und da das aufzuwerten wieder, was im Ort stattfindet, glaube ich, das wird es stärken, dass die Menschen auch gerne in den ländlichen Räumen leben bleiben oder zurückziehen. Und ein weiterer Punkt ist ganz entscheidend, ein gutes Mobilitätsangebot, was auch abseits vom Auto funktioniert. Für mich ist ganz klar, das Auto wird die erste Form der Mobilität im ländlichen Raum bleiben. Deswegen muss es auch ein sauberes Auto werden. Ich brauche aber ein Angebot, dass ich im ländlichen Raum älter werden kann, wenn ich mal nicht mehr Auto fahren kann oder möchte, trotzdem meine Freundin im Nachbarort besuchen. Sie reden über Bus, über Auto. Ich würde gerne über ein Thema reden, Herr Söder. Wohnen, das erstmal fundamentale Thema. Da sagen viele, ich kann mir ein Eigenheim einfach stadtnah gar nicht mehr leisten. Und Sie hatten ja vor der letzten Wahl 10.000 bezahlbare Wohnungen versprochen, angekündigt. Und die Bayernheim wird bis Ende 2024, heißt es, maximal 682 Wohnungen vorzeigen können. Bis wann gibt es in Bayern nicht mehr diese Wohnungsnot? Also die Bayernheim selber, die wird das Problem natürlich nicht lösen. Es ist ein Beitrag staatlicher Wohnungsbau. Und wir sind in diesem Jahr, auch nach den neuesten Zahlen, auch da gab es, glaube ich, vor wenigen Tagen einen Bericht in der Süddeutschen Zeitung,
ich hoffe, ich ärgere da jetzt niemand, wenn ich die Süddeutsche Zeitung zitiere, die sagen, also wir sind da doch viel besser unterwegs, als manche denken. Und es eignet sich wohl nicht, das Wahlkampfthema, weil wir bis zu 6.000 in Planung, Bau und Entwicklung haben. Das geht voran. Wir werden die Ziele bis 2025 schaffen und mit den drei staatlichen Wohnungsgesellschaften, Bayernheim, Siedlungswerk und Stadibau, werden wir sogar am Ende wahrscheinlich bis zu 25.000 kommen. Das ist aber nur ein Beitrag. Der zweite Beitrag, wir haben über 1 Milliarde im Haushalt eingestellt für die Wohnraumförderung. Also für andere, die Wohnraum bringen, insbesondere Sozialwohnungsbau, der ganz wichtig ist. Und das Dritte, das ist uns wichtig, wir müssen natürlich auch den Leuten helfen, beispielsweise auch noch Eigentum zu erwerben. Nach der aktuellen Zinspolitik geht das praktisch nicht mehr. 4% Zinsen, steigende Zinsen. Deswegen, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, machen wir das Bayern-Darlehen, um die Chance zu haben, ein Eigentum, eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim auf den Weg zu bringen. Es muss nicht nur Geschosswohnungsbau sein, das entsprechend voranzubringen. Wir zahlen 3% der Zinsen, nimmt der Freistaat Bayern. Wir machen sogar Eigenkapitalersatz durch Staatsbürgschaften. Das gibt es nur in Bayern, nirgendwo anders, weil ich will tatsächlich, dass der Traum vom eigenen Glück, vom Wohlstand, auch vom eigenen Haus wichtig ist. Und wenn Sie mir das noch gestatten, als kleinen Schlenker. Es steht ja für viele Leute schon die Gefahr, dass sie ihr Eigentum verlieren, das sie erben. Denn aufgrund der hohen Erbschaftssteuer, die jetzt nicht der Hartmann gemacht hat, aber der Bundesfinanzminister Lindner, können gerade in Südbayern viele wahrscheinlich sich nicht mal mehr leisten zu erben, weil sie müssen die Wohnung verkaufen. Was völlig absurd ist. Darum gehen wir auch nach Karlsruhe und sagen, die Erbschaftssteuer aufs Elternhaus, die muss weg. Also ganz kurz, will ich die Fakten wirklich bitte gerade drehen. Also die neue Bemessungsgrundlage bei der Erbschaft, das hat die letzte Regierung beschlossen, das wird jetzt vollzogen. Es wird in Bayern, in ganz vielen Regionen, wo Daten vorliegen, kaum einen Unterschied machen. Wo ich bei Ihnen bin, dass man durchaus immer wieder an Freigrenzen drüber reden muss, da bin ich ja bei Ihnen. Aber bitte nicht das eine mit den anderen vermischen, das ist einfach nicht richtig. Verteidigen Sie doch nicht die FDP, das ist nämlich genau das Problem. Ja, geht es darum, dass man klare Fakten benennt. Ja, aber die Fakten sind klare Fakten benennt. Die Erbschaftssteuer ist nicht durch eine Gesetzesänderung der Regierung, die vollzieht es, der Ursprung war bei der letzten Regierung. Nein, der Ursprung war eine Verwertung durch das Bundesverfassungsgericht. Ja, richtig. Gesagt, bei einer Zeit vom letzten, von der letzten Regierung aber. Sie haben in der Zeit. Man muss das richtig hindrehen. Ja? Genau nicht hindrehen, sondern benennen. Und das heißt, es gibt eine Bewertungsmaßstäbe, die sind höher. Und man hätte es sofort ausgleichen können, war die Forderung aller, durch höhere Freibeträge. So macht man das übrigens in der Steuerpolitik. Ich bin ehemaliger Finanzminister und weiß das. Das ist unterlassen worden und damit ist ein Riesengap entstanden. Und damit können sich viele, gilt in Oberbayern, Niederbayern, in Schwaben beispielsweise, im Allgäu sehr stark, in München sowieso, werden sich vielleicht das angestammte Elternhaus nicht behalten können. Und am Ende kommen Leute von woanders her und nehmen dann sozusagen. Was ist denn Ihr Konzept? Was ist denn Ihr Konzept zur Wohnungspolitik? Das war die Ausgangsfrage. Wir müssen nicht über Steuern nur reden, sondern die Leute wollen wissen, wie schaffe ich jetzt eine bezahlbare Wohnung zu haben. Komme ich gleich drauf. Aber es ist schon auch Fakt nochmal, ich kann ein Elternhaus erben, ich kann eine Wohnung im München-Lehel erben mit 200 Quadratmeter. Wenn ich selber einziehe, ist die steuerfrei. Nur um das mal einzuordnen, das gehört auch zur Ehrlichkeit der Debatte dazu. Was mir wichtig wäre, um da Wohnraum zu schaffen, wo die Not am größten ist. Nehmen wir mal jetzt München als Beispiel. Wird Nürnberg genauso zutreffen, wird auch Erlangen zutreffen, auch Augsburg oder Würzburg. Aber nehmen wir mal München. In München wurden in den letzten 10 Jahren von der Staatsregierung über 5 Hektar Bauland höchstbietend versteigert. Wenn ich höchstbietend was versteigere, kriege ich die teuersten Wohnungen in der Stadt. Der Investor muss das ja wieder einspielen, anders wird es ja gar nicht gehen. Anderes Beispiel aus München. München, das Semester fängt ja gerade an. Ja, wir haben fast 1.500 Studentenapartments, die in München leer stehen. Die stehen deshalb leer, weil man seit 2015 sich nicht darauf verständigt hat, die richtig zu sanieren für den Brandschutz. Da gab es ja den tragischen Fall mit dem Brand in der Studentenstadt. Seitdem stehen die leer. Aber 2015 hat man bereits gesagt, die gehen raus von der Studentenstadt e.V. hin zum Studentenwerk, weil der Freistaat gemeinsam mit denen die sanieren möchte. Man hat es leider nicht gemacht. Das sind 1.500 Apartments stehen leer. Ich finde, das kann man so nicht stehen lassen. Das ist Ihre Verantwortung. Ja, also zum einen, dass das Problem ja tatsächlich schon gelöst ist, haben Sie jetzt nicht erwähnt, aber ist okay. Steht aber noch leer aktuell. Das Problem ist, dass wir gerade in München ein Problem haben mit einer sehr, sehr schleppenden Genehmigungspraxis. Liegt übrigens nicht so sehr am Oberbürgermeister. Mein Gefühl ist, dass der Münchner Oberbürgermeister da deutlich offensiver sein möchte. Aber wir erleben das zum Beispiel bei der McCraw-Kaserne, der ehemaligen Kaserne, wo es um sehr, sehr viel Wohnung geht, mehr als am Studentenwerk, die ja vom Freistaat Bayern gebaut werden, wir haben es vorhin angesprochen, hat Jahre gedauert, die Planungsprozesse voranzubringen.
Und jetzt will ich mal nicht sagen, dass die Grünen da die Planung verzögern. Es ist zwar so, aber ich will da gar nicht drauf eingehen. Das wäre jetzt auch zu viel. Aber wenn wir nicht schnellere Planungen generell bekommen in Deutschland, sowohl für Wohnungen als auch für Infrastruktur, dann würde es nichts werden. Deswegen wäre übrigens mein dringender Appell, da könnten Sie mitmachen, dass wir zwar Nachbarklagen akzeptieren, aber diese ganzen NGO-Klagen, diese ganzen Umweltverbände, die dann immer wieder klagen und meistens sogar noch Geld damit machen wollen. Wenn man da einen Konsens finden würde, dass man solche NGO-Verbandsklagen abschaffen und dann eher nur Nachbarklagen machen und die Verfahren beschleunigen, dann hätte man einen guten Beitrag auch für schnelleren Wohnungsbau erzielt. Und wenn Sie das nächste Mal noch mal drüber nachdenken, der KfW, der gegen Wohnungsbau. Darf ich das so sagen, Herr Hartmann, die Entscheidung vom Bundesklima, er ist ja mehr Klimaminister statt Wirtschaftsminister, merkt man ja. Entscheidung vom Bundesklimaminister zu sagen, damals die KfW-Förderung zu stoppen, hat dem Wohnungsmarkt erheblich geschadet, auch in München. Es ist dann später aufgenommen worden zu schlechteren Bedingungen. Da gäbe es eine Menge zu tun. Ich will nicht sagen, dass bei uns alles perfekt ist. Kann es gar nicht sein. Weil man immer das Problem bekommt, wissen Sie, Sie dürfen nicht hochbauen, Sie dürfen nicht nah bauen, rausbauen sollen Sie auch nicht. Und wir wachsen. Wir sind so super attraktiv, dass wir wachsen. Es bleibt eine Daueraufgabe, aber wie gesagt, wir sind da besser, als manche meinen, und wir wollen noch viel, viel besser werden. Aber ein Bereich, wo Bayern deutlich besser werden müsste, ich glaube, die letzten 10 Jahre, kann man Pi mal Daumen wahrscheinlich sagen, haben wir 15% der sozial gebundenen Wohnungen verloren. Und da müssten wir deutlich mehr mit dem Programm machen, dass wir auslaufende Sozialbindungen ankaufen, das deutlicher ausweiten in diesem Bereich. Weil letztendlich heißt ja, wenn die Sozialbindung ausläuft, nehmen wir mal, ob das Nürnberg ist, wo auch immer, wohnt eine Familie mit 3 Kindern drin, wenn die nach 15, 20 Jahren ausläuft, dann ist ein Kind vielleicht noch in der Schule und die Familie muss ihr Viertel verlassen, wenn man sich den Wohnraum nicht mal leisten kann. Und da würde ich mir wünschen, das Programm deutlich auszuweiten und ganz klar zu sagen, aber wir schaffen es ja nicht, wenn wir in den letzten 10 Jahren 15% der sozial gebundenen Wohnungen verloren haben in Bayern. Wir wollen 2021, dann zeigt doch dann mal deutlich besser in diesem Bereich, um da für die Menschen was zu tun. Und letzter Punkt, München kauft gerade, überteuert leider ehemalige Landesbankwohnungen zurück, um die Mieten dort in den Griff zu kriegen. Das war leider Ihr Fehler. Hatte eigentlich erwartet, dass Sie den alten Hut zum 100. Mal bringen. Das hat im letzten Wahlkampf nicht funktioniert. Jetzt haben Sie es nochmal gemacht. Die Wahrheit ist übrigens, dass wir bei allen Wohnungen, die der Freistaat Bayern ausgibt, keine Mieten erhöhen, während es bei kommunalen Bauten, für die Sie an München Verantwortung tragen, leider der Fall ist. Okay. Nur mal als Merkpost. Themawechsel. Viele Menschen bewegt das Thema Bildung, Schule. Seit 3 Wochen, alle Eltern werden es wissen, ist die Schule wieder losgegangen. Und da gibt es eine undurchsichtige Faktenlage, so nenne ich es jetzt mal. Tausende Lehrkräfte fehlen in Bayern. Kultusminister Piazzolo sagt aber, Bayern steht sehr ordentlich da, Zitat, gibt aber einen Lehrermangel zu. Welche Note geben Sie dem bayerischen Bildungssystem? Also wir haben einen hausgemachten, durchaus Bildungskrise, was das Personal angeht. Wir hatten ja bereits ab 2017, dann auch in der Süddeutschen Zeitung, heute mal bei der Süddeutschen Zeitung bleiben. Haben Sie eine Note oder wollen Sie die abschaffen? Also ich würde nicht, es geht mir nicht um Noten abschaffen. Ich würde mal sagen, Note, da ist er wahrscheinlich bei einer 4 oder bei einer 5 sogar. Was die Lehrkräfte, also was das Personal angeht, was die Bildungsarbeit der Lehrkräfte angeht, da haben wir ganz viele Schulen, wo man eine 1 geben kann. Die reißen sich wirklich, die kümmern sich drum, schauen, dass der Schulbetrieb funktioniert, machen da mehr, als sie müssten, um das hinzukriegen für die Kinder, dass das funktioniert. Deshalb kann man das nur auf den Personalmangel, da heißt der Kultusministerium natürlich alleine verantwortlich in diesem Bereich. Da hätte man die Weichen früher anders stellen müssen und nicht immer so lange zu warten, dass man jetzt alles auf Kante näht, wenn man faktisch die mobilen, die letzten Reserven jetzt schon einplanen muss, damit am Schulanfang der Betrieb läuft. Da wäre wichtiger gewesen, mit einem gewissen Puffer zu arbeiten. Welche Note geben Sie Ihrem hochgeschätzten Koalitionspartner? Ich gehöre ja noch zu denen, die Noten behalten wollen. Die Grünen sind ja offen dafür, Noten abzuschaffen. Ich halte es übrigens für einen grundlegenden Fehler, Noten abzuschaffen. Auch das werden wir im Faktencheck klären. Ja, Noten abschaffen ist ein Fehler. Übrigens genauso wie ein Bildungssystem zu vereinheitlichen. Das fordern andere. Wollen wir auch nicht, dass ein bayerisches Abi ein bayerisches Abi bleibt und nicht zu einem Bremer oder Berliner Abi wird. Aber das nur am Rande. Welche Note geben Sie denn? Ja, also wenn ich den Bildungsrankings glauben darf, dann ziemlich gut. So, weil also 2. Wir liegen in den Bildungsrankings vorne. Übrigens früher, bis vor 11 Jahren, war Baden-Württemberg unser stärkster Wettbewerber. Die sind mittlerweile weit zurückgefallen durch eine möglicherweise grüne Bildungspolitik. Sie haben aber an einem recht, durch den enormen Zuwachs an Kindern, Gott sei Dank, viele Kinder sind großartig, ist aber auch der Bedarf an Lehrkräften stärker geworden. Wir haben so viele wie nie, über 100.000. Und wir tun jetzt alles, um mehr sozusagen mehr zu bekommen. Wie geht es? Zum einen mit Quereinsteigern nach einem abgeschlossenen Studium, zum Teil mit deutlich besserer Bezahlung. In Bayern verdient ein Lehrerin, Lehrer mehr
deutlich als in anderen Bundesländern, zwar sowohl bei der Grundschule als auch bis zum gymnasialen Mittelschulbereich. Und was uns auch ganz wichtig ist, wir wollen natürlich zusätzlich dann durch mehr Studienplätze und durch verkürzte Möglichkeiten Ausbildung das machen. Und wir werben auch in Deutschland um Lehrer und Lehrer. Da kriege ich manchmal Kritik. Wieso wirbt der Minister was in ganz Deutschland? Das machen übrigens andere Bundesländer auch. Und da wir besser zahlen, sagen wir nur, was wir haben. Also ich glaube, dass unser Bildungssystem schon ganz gut ist. Aber tatsächlich haben Sie recht, wir brauchen noch mehr Lehrkräfte. Wir hatten 5.000 versprochen die letzten 5 Jahre. Faktencheck, haben wir gehalten. Jetzt sind wir bei 8.000 Stellen. Übrigens nicht nur Lehrer und Lehrer, sondern auch Verwaltungskräfte, um Entlastung von Bürokratie zu haben. Und was ganz wichtig ist, mehr Schulpsychologen, mehr Schulberater und Sozialpädagogen, die helfen können, auch sagen wir mal, die ganzen empathischen Fragen in Schule stärker zu lösen. Wie wollen Sie den Lehrermangel beheben? Woher sollen die Lehrer kommen? Die braucht man ja auch ziemlich schnell. Ja, also die Schnellen ist entscheidend, glaube ich, schon auch zu sagen, klares Signal, dass wir in Zukunft mehr in diesem Bereich brauchen, dass mehr diesen Berufszweig wählen, den auch aufzuwerten. Wir waren ja immer schon dafür, auch die Bezahlung einheitlich zu machen. Ich verstehe nicht, was der Unterschied ist, wenn sich einer um die Kleinsten kümmert im Bildungssystem, was eine ganz wichtige Zeit ist. Da wird vermittelt, die Lust am Lernen bleibt, die Lust am Lernen erhalten. Da entscheiden sich oft Bildungsbiografien in der Grundschule bereits. Das ist doch angemessen, die auch gleich zu bezahlen und das Studium, ja, etwas pragmatischer zu lösen, um da schneller voranzukommen und auch nie wieder den Fehler zu machen, wie 2017 vielen Studienabgängen zu sagen, wir brauchen euch eigentlich nicht. Das war eine gravierende Fehlentscheidung und das ist mir so wichtig. Wir brauchen in der Bildungspolitik Weitsicht, die auch langfristig agiert und über den Wahltag hinaus trägt. Nicht erst noch kurz vor der Wahl das Problem gerade noch mal in den Griff bekommen zu haben, was langfristig dreht. Und da müssen wir deutlich besser werden, weil wir wissen, dass Bildung der wichtigste Rohstoff ist, den wir im Land haben. Und da sollten wir deutlich besser werden. Der fängt ja schon bei den ganz Kleinen an. In Bayern fehlen knapp 40.000 Kita-Plätze für Kinder unter 3 Jahren. Wie wollen Sie dieses Problem lösen? Ja, das ist ja auch hausgemacht und schon relativ lange. Das ist ja das Problem. Es ist immer so schwierig zu sagen, von heute auf morgen wird man es nicht lösen können. Aber auch da geht es darum, die Kräfte von anderen Arbeiten zu entlasten, was Verwaltungstätigkeiten sind, was mal Gemüseschnipseln ist zum Beispiel, wenn der Caterer das nicht richtig bringt, da kann man entlasten, aber auch ein klares Perspektive an die Auszubildenden. Wie entlasten? Entlasten ist zum Beispiel Thema, ich kenne das ja selber, wenn man in der Früh sein Kind in die Kita bringt, ist genau die Rush-Hour, dann ruft einer an, sagt, das Kind ist krank, der andere meldet das Kind ab für die nächste Woche vom Mittagessen. Das muss doch heutzutage digital auch ganz anders funktionieren, dass dann die in der Einrichtung weiß, die 5 Kinder sind abgemeldet, da müssen wir sie doch entlasten, die sollen nicht mit dem Telefon rumlaufen und dann das Kind noch reinlassen. Das kann man machen. Entscheidend, ich habe einen Punkt noch, der mir ganz wichtig ist in diesem Bereich. Wir müssen ein klares Signal senden, dass uns die Kinderpfleger wichtig sind, um das Personal zu kriegen. Da stehen wir in der Konkurrenz mit anderen Ausbildungsberufen, die ab dem ersten Lehrjahr bezahlt werden. Ich weiß auch, es ist eine schulische Ausbildung, aber wir müssen dort einen Weg finden, das angemessen zu vergüten, weil die im Wettbewerb mit der Einzelhändlerin stehen. Und wir wollen die doch in das System kriegen, wo wir dringend mehr Personal brauchen. Und wir beide wissen nicht, was die digitale Welt in 10, 15 Jahren bringt. Aber ich bin relativ sicher, im Einzelhandel könnten das weniger Personal sein. Die Menschen, die sich um unsere Kinder, um unser Wertvollstes kümmern, das werden eher Menschen sein und hoffentlich nicht der Roboter. Jetzt muss ich, Herr Söder, sagen, die Zeiten sind jetzt im Moment ausgeglichen, kommen gleich zu den Schlussstatements. Sie wollen, haben Sie signalisiert, zu dem Thema auch was sagen, aber bitte kurz, ansonsten liegen wir nicht mehr ganz kurz. Wir haben in den letzten 5 Jahren so viel ausgebaut, Kitas wie nie. Das machen wir mit den Kommunen zusammen, den Trägern. Wir werden noch einmal eine Riesenschippe drauflegen. Wir haben auch die Erzieherinnen und Erzieher in Bayern. Fast 30% wurden sie gesteigert. Wir tun alles, um das zu erhöhen. Ich habe mich nur bei einem geärgert. Während der Corona-Zeit haben wir den Lehrern und Lehrern einen Unterstützungsbonus gegeben, weil sie sich toll um die Kinder gekümmert haben. Ich wollte das damals bei den Erzieherinnen und Erziehern auch machen, weil sie Großartiges geleistet haben. Die Kommunen, jedenfalls einige Großstädte, waren massiv dagegen, zum Beispiel München. So, jetzt sind wir am Ende der Sendung, aber noch nicht ganz, weil es kommen noch Schlussstatements von beiden Politikern. Jeweils 1 Minute maximal. Wir werden darauf achten. Und da Herr Hartmann das erste Wort hatte, hat Herr Söder jetzt das Schlusswort. Damit dürfen Sie, Herr Hartmann, mit dem Schlussstatement anfangen. Welche Kamera ist das? 1 Minute ab jetzt in diese Kamera, bitte. Ja, Sie haben am 8. Oktober haben Sie die Wahl. Sie entscheiden, wie wir in unserem Bayern in den nächsten 5 Jahren zusammenleben möchten. Sie entscheiden, in was für ein Land wir leben wollen. Ich möchte, dass wir endlich wieder Bayern als ein Land begreifen, als ein Land, das wieder mehr im Wir denkt und weniger im Ich. Und ich möchte, dass wir in Bayern ein Land sind, das Herausforderungen wirklich anpackt und meistert, dass wir stolz auf das sind, was wir gemeinsam erreicht haben, aber auch in der Vielfalt unseres Landes die Stärke sehen, die wir ausbauen möchten. Und ein Land sein, das sich nicht spalten lässt.
Ich weiß, man kann sich nicht aussuchen, in welcher Zeit man lebt. Man kann aber entscheiden, wie man mit den Herausforderungen unserer Zeit umgeht. Aussetzen oder wegschieben oder anpacken und Lösungswege zu suchen. Zwei Dinge sind mir dabei ganz besonders wichtig. Wohlstand erhalten und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Und das schaffen wir dann mit Haltung und mit Handeln. Darauf kommt es an. Das macht für mich Bayern aus. Ich bitte Sie, gehen Sie zur Wahl und wählen Sie demokratisch. Vielen Dank. Das war, glaube ich, knapp drüber. Herr Söder, Ihre Minute. Bitte schön. Ja, es ist ernst. Am 8. Oktober, am kommenden Sonntag, ist endgültig die letzte Möglichkeit zu wählen. Und Sie sehen auch schon in dem Duell, es ist nicht egal, wen man wählt. Es ist nicht egal, wie man sich entscheidet. Es ist Ihre Zukunft. Und es geht darum, wie Bayern in den nächsten 5 Jahren aussieht. Wir spüren, dass es Krisen gibt. In Bayern wird man die Krisen besser überstehen als woanders. Mein Ziel ist, ich verspreche Ihnen nicht irgendetwas, ich verspreche nicht das Blaue vom Himmel herunter, wie manch andere es tun, aber ich glaube, dass wir besser durch die Krise kommen, wenn wir zusammenhalten und wenn wir eine starke und stabile Staatsregierung bekommen. Deswegen ist mein Ziel, dass Bayern Bayern bleibt, auch wenn die Welt scheinbar immer verrückter und irrer wird. Und deswegen ein klares Signal zu setzen für unser Land, für die Zukunft, die wir haben, die Krisen zu überwinden und in Zukunft zu haben, ein modernes Land zu sein, das aber auch Tradition und Brauchtum pflegt. Das ist die Idee, die wir haben für unsere Kinder und Kindeskinder. Deswegen meine Bitte, keine Leihstimmen an jemand anders geben. Auch kein Denkzettel verteilen, das bringt nichts. Sondern stärken Sie es. Und stärken Sie die Staatsregierung, stärken Sie bitte auch mich. Ich brauche Ihre Rückendeckung, um in Berlin kraftvoll bayerische Interessen vertreten zu können und in Bayern die Demokratie zusammenzuhalten und eine stabile und starke Staatsregierung zu halten. Ich bitte ganz herzlich um Ihr Vertrauen. Vielen Dank beiden Politikern. Das war auch knapp über die Minute, aber das ist okay. Beide waren etwas drüber. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen. Morgen geht es aber wieder weiter mit der Konfrontation. Dann mit anderen Parteien, dann nämlich Freie Wähler, AfD, SPD und FDP. Das wird also auch da interessant. Und jetzt unbedingt dranbleiben. Es gibt nicht eine Analyse dieses Wahlduells. Jetzt gleich live hier aus dem Foyer des Studio Franken mit Andreas Bachmann, unserem Wahlexperten. Und das Ganze eingebettet in die BR24-Sendung mit Till Nassif. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und eine gute Wahl. Schönen Abend. Ja, vielen Dank. Ja, danke an Julia Büchler und an Christian Nitsche. Wir haben ein engagiertes, ein spannendes TV-Duell gesehen zwischen Markus Söder und Ludwig Hartmann. Und das wollen wir jetzt noch etwas genauer betrachten, analysieren mit Journalisten und einer Politikwissenschaftlerin und unserem Faktenchecker-Team und außerdem schauen, wie die Anhänger der beiden Parteien diesen Abend jetzt erlebt haben. Die weiteren Nachrichten des Tages, die bekommen Sie bei uns natürlich auch. Guten Abend. Aber los geht's mit dem TV-Duell, das heute mit diesen Bildern begonnen hat. Am frühen Abend in der Dienstlimousine, da kommt Ministerpräsident und CSU-Spitzenkandidat Markus Söder an, lässt sich im Regen von Anhängern feiern. Und kurz darauf dann vor dem Studio in Nürnberg, vor dem BR-Studio, fährt das Großraumtaxi vor und der grüne Spitzenkandidat Ludwig Hartmann steigt aus. Dann folgte mehr als eine Stunde lebhafte Debatte. Hartmann warf Söder unter anderem vor, beim Thema Bürgergeld die Schwächsten der Gesellschaft gegeneinander auszuspielen. Söder umgekehrt kritisierte unter anderem die Grünen, weil sie ideologiegetrieben seien. Gleich zeigen wir Ihnen noch mal entscheidende Stellen aus diesem Duell. Aber erstmal wollen wir darauf schauen, wie die Basis der beiden Parteien diesen Abend erlebt hat. Und unsere Reporter sind Johannes Reichert in der Landesgeschäftsstelle der Grünen und Katharina Pfadenhauer bei der CSU. Johannes, die Grünen, die sind ja als Herausforderer in dieses Duell gestartet. Wie ist man bei den Anhängern, bei der Parteibasis zufrieden, wie sich Ludwig Hartmann da geschlagen hat? Also nach meiner Wahrnehmung sind sie zufrieden. Gerade eben beim Schlussstatement, da brandet auch nochmal Applaus auf für Ludwig Hartmann. Ansonsten immer wieder auch spontan Applaus für Hartmanns Aussagen und sarkastisches Gelächter für die Wortbeiträge von Markus Söder. Es gab aber auch einmal Applaus für Markus Söder und zwar bei seiner Abgrenzung zur AfD. Da haben hier auch manche im Raum applaudiert und es war natürlich ein großer Lacher. Die Wanderpläne des Ministerpräsidenten, da haben hier auch die Mitglieder schmunzeln müssen. Ansonsten immer wieder Kopfschütteln und Empörung zu den Aussagen von Söder beim Thema Migration, beim Thema Bürgergeld. Und das große Reizthema ist eben die erneuerbaren Energien. Insgesamt muss man sagen, die grüne Basis tickt einfach deutlich anders als die CSU. Das hat man hier heute gemerkt. Ja, und wie ist das Fazit hier jetzt verlaufen nach dem Duell? Das möchte ich zwei Mitgliedern fragen. Einmal Konrad Thees und Florina Vilgertshofer. Jetzt mal Hand aufs Herz und der Blick ohne Parteibrille. Wer hat dieses Duell gerade gewonnen? Also für mich hat das Duell ganz klar Ludwig Hartmann gewonnen.
weil er einfach deutlich gemacht hat, wie wir die Probleme, vor denen wir stehen, lösen. Und zwar mit wirklichen Plänen und Vorschlägen und nicht mit einem permanenten Stechen und Hauen nach Berlin und mit Phrasen, mit hohen Phrasen und vermeintlich einfachen Lösungen. Deshalb ganz klar Ludwig Hartmann. Das war jetzt eine der letzten Möglichkeiten auch für Ludwig Hartmann, nochmal in die Offensive zu gehen. Hat er die genutzt? Auf jeden Fall hat er die genutzt. Ich glaube, der ganz zentrale Gedanke ist, dass wir Bayern jetzt nach vorne bringen müssen, dass wir Zukunft schaffen müssen und sozusagen aus dem Södern ins Machen hineinkommen. Und das ist für uns ganz wichtig. Die Grünen haben es ja momentan schwer in der Öffentlichkeit. Auch Markus Söder hat heute noch mal von Umerziehungsideen gesprochen. Ja, hilft denn so ein Duell eigentlich, diese Vorteile zu durchbrechen, oder verstärkt es vielleicht sogar? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man solche Aussagen, die einfach faktisch falsch sind, richtig stellt. Und ich glaube, so ein Duell bietet natürlich die Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen. Und ja, ich glaube, das hat Ludwig Hartmann auch sehr, sehr gut gemacht. Und ich denke, es ist extrem wichtig, bei den Fakten zu bleiben. Und das können unsere Spitzenkandidaten wirklich sehr gut. Jetzt sind es noch 5 Tage bis zur Wahl. Hilft dann so ein Duell auch noch mal irgendwas zu reißen, oder ist der Drops schon gelutscht? Ich glaube, ganz deutlich nein, weil die Leute müssen wissen, dass auf viele Fakten von Söder einfach nur Verdrehung kam. Dass darauf geantwortet wurde mit Verdrehung, mit Ablenken auf den Bund. Aber die zentrale Frage bei dieser Landtags- und Bezirkstagswahl ist, wie geht es hier vor Ort voran? Was können wir für unser Bayern machen? Und da muss endlich was unternommen werden. Also motivierte und optimistische Grünen, die auch durchaus angriffslustig sind. Und damit zurück zu dir, Till. Das Stimmen von der Basis der Grünen. Danke, Johannes. Schauen wir zur CSU, zu Katharina Pfadenhauer. Die CSU ist ja sozusagen der Platzhirsch. Und da ist es ja auch immer eine gewisse Gefahr, möglicherweise mit einem kleineren Gegner in den Ring zu steigen und den dadurch aufzuwerten. Wie hat Söder das in den Augen seiner Anhänger heute gemeistert, Katharina? Ja, also hier willkommen erstmal aus der Parteizentrale der CSU in München-Schwabing. Also hier muss man sagen, war vor allem gebanntes Zuhören hat das Ganze dominiert. Es gab immer wieder wirklich tosenden Applaus an einzelnen Stellen, auch so, dass man dann für ein paar Sekunden auch die Debatte nicht mehr verfolgen konnte. Ich würde sagen, also meine persönliche Beobachtung war, die stärksten Themen war wieder mal die Absage der Grünen, als Markus Söder wieder ganz klar gemacht hat, mit den Grünen wird es kein Bündnis geben. Da wurde hier sehr laut applaudiert. Lauten Applaus gab es auch bei dem Thema, dass es ein Fehler war, aus der Atomenergie auszusteigen, und beim Thema Migration, dass es hier ganz klar eine Obergrenze geben sollte. Hier gab es übrigens auch das größte Kopfschütteln, wirklich ein paar Leute, die den Kopf in die Hände geworfen haben, als es darum ging, den Vorschlag der Grünen, ein Welcome Center für Geflüchtete zu errichten. Größtes Gelächter. Auch jetzt wieder die Reaktion darauf. Größtes Gelächter gab es eigentlich, als Christian Nitsche gesagt hat, dass von der Bevölkerung nur 4% den Grünen zutrauen, die Wirtschaftsprobleme zu lösen. Da wurde hier sehr laut gelacht. Und bei mir stehen jetzt der Generalsekretär der CSU, Martin Huber. Genau. Und Julia Grote. Julia Grote von der Jungen Union. Und mit den beiden möchte ich jetzt auch noch mal sprechen. Herr Huber, wie hat sich denn Ihr Spitzenkandidat heute geschlagen? Wie haben Sie das TV-Duell erlebt? Im Fußball würde man sagen, es war ein haushoher Kantersieg. Markus Söder hat es hervorragend gemacht. Er hat deutlich gemacht, er ist der Einzige, der das Format hat, den Freistaat Bayern zu vertreten. Und er ist der Einzige, der auch die Ideen hat und die Visionen für eine gute Zukunft. Und er ist auch der Einzige, der in der Lage ist, bayerische Interessen kraftvoll auf allen Ebenen zu vertreten. Sie sagen, die Ideen hat, das ist ja ein bayerischer Wahlkampf, war es Ihnen ein bisschen zu sehr die Fokussierung auf den Bund? Er hat ja auch wieder betont, die Ampel hätte nicht den Nachweis der Regierungsfähigkeit erbracht. Es ist auch immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eben nicht egal ist, wer regiert. Und wenn Sie sich den Murks und das Chaos anschauen bei der Ampel, dann stellen Sie fest, Bayern ist das erfolgreiche Gegenmodell. Das wollen wir auch bleiben. Bayern soll Bayern bleiben. Und deswegen alle Stimmen für die CSU. Julia Grote von der Jungen Union. Ich habe beobachtet, Sie haben gelacht, als Markus Söder gesagt hat, den Hubert Aiwanger, den müsste man immer mal wieder einfangen. Wie blicken Sie denn auf die letzte Zeit zurück, was da passiert ist mit der Flugblatt-Affäre und dass sich Markus Söder trotzdem so positioniert zu den Freien Wählern noch und den Grünen eine Absage erteilt? Was sagt da die Basis dazu? Gehen Sie da mit Ihrem Spitzenkandidaten? Wie nehmen Sie das wahr? Also ich glaube, man hat an der Reaktion der JUler hier im Raum gemerkt, dass wir ganz klar keine Lust haben auf eine Koalition mit den Grünen. Wir stehen zur Bayern-Koalition, wir stehen zu Markus Söder. Und zu Hubert Aiwanger kann ich nur sagen, der Inhalt dieses Flugblatts ist menschenverachtend und widerlich. Aber ich persönlich fand das Management von Markus Söder besonnen und im besten Sinne staatstragend. Okay, vielen Dank Ihnen beiden, der Generalsekretär der CSU und Julia Grote von der Jungen Union. Und damit gebe ich hier auch zurück von der CSU-Parteizentrale.
Danke, Katharina Pfadenhauer zur CSU. Und so haben es also die Anhänger wahrgenommen, der CSU und der Grünen. Aber man muss sagen, dass die Spitzenkandidaten sich jetzt 5 Tage vor der Wahl natürlich nicht in erster Linie an ihre schon überzeugten Anhänger richten, sondern an die Wähler, die noch unentschlossen sind. Die will jetzt natürlich jeder noch auf seine Seite ziehen. Und wir zeichnen jetzt noch mal nach, wie Markus Söder und Ludwig Hartmann das heute Abend versucht haben. Kein lautes, aber dafür ein spannendes Duell hat sich Ministerpräsident und CSU-Chef Söder im Vorfeld erhofft. In der Tat hielt sich der grüne Spitzenkandidat Hartmann seinerseits zuletzt mit Frontalangriffen auf Söder und die CSU zurück. Schließlich wollen die Grünen in Bayern regieren, zusammen mit der CSU. Doch Söder macht gleich zu Beginn des TV-Duells einmal mehr deutlich: Nein, wir wollen keinen Schwarz-Grün in Bayern, und zwar definitiv nicht. Zum einen, weil wir die letzten 5 Jahre doch sehr erfolgreich in Bayern regiert haben. Wir liegen nahezu in allen Politik-Rankings vor Ländern, in denen Grün regiert. Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit den Partnern in Bayern erreicht. Und wir wollen auch unabhängig sein von Berlin. Die Grünen hätten kein Bayern gehen, seien nicht regierungsfähig, eine Verbotspartei. Hartmann kontert Söders Vorwürfen direkt. Welche Verbote, welche Umerziehung? Ich verstehe auch gar nicht den Vorwurf der Nichtregierungsfähigkeit. Wenn für Sie das heißt, nicht regierungsfähig zu sein, wenn man in Berlin in einem nie dagewesenen Tempo 16 Jahre Stillstand auflöst, die Energiewende endlich entfesselt, endlich für mehr soziale Gerechtigkeit gesorgt hat, in das Kindergeld angehoben worden ist, in der Mindestlohn angehoben worden ist, dass Solaranlagen, viele in Bayern gebaut werden, ist eine Weichenstellung aus Berlin. Die Bundespolitik nimmt großen Raum ein im Schlagabtausch 5 Tage vor der Landtagswahl. Darüber hinaus beklagt Hartmann eine aufgeheizte Stimmung im Wahlkampf. Es werde ein Keil zwischen Stadt- und Landbevölkerung getrieben. Daran habe Freie Wählerchef Aiwanger einen extremen Anteil, aber eben auch ein Teil der CSU. Die Debatten, wie sie gerade geführt werden, und ich finde auch Bierzelte gehören zum Format dazu politisch. Da muss auch nicht mit Wattebällchen geworfen werden, aber ein bisschen mehr bei den Fakten bleiben, Fakten nicht ständig verdrehen, ein bisschen mehr bei der Wahrheit bleiben und eigene Ideen in den Vordergrund zu stellen, statt immer die Ideen der Mitbewerber einfach nur niederzumachen. Dann sollten aber auch nicht die vielen Erfolge Bayerns niedergemacht werden, entgegnet Söder und betont: Die Grünen sind sehr, sehr stark in den urbanen Milieus orientiert. Die Freien Wähler zum Beispiel sprechen nur vom Land. Ich versuche da tatsächlich eine Klammer zu setzen, das zusammenzufassen und übrigens auch ein Schutzversprechen zu geben für diese Demokratie. Das Thema, das die Menschen in Bayern derzeit am meisten bewegt, ist die Migration. Bei der Arbeitsmigration könne man steuern und lenken, sagt Hartmann. Was ich als die größte Herausforderung gerade sehe, endlich Humanität und Ordnung an die Außengrenzen zu kriegen. Dass 70%, die bei uns aufschlagen, noch nicht registriert sind. Da frage ich mich immer, was wurde denn eigentlich die letzten 7 Jahre, als wir nicht Teil der Regierung waren, was wurde da eigentlich gemacht? Hartmann fordert in Bayern einen schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge. Angesichts der Überlastung vieler Kommunen brauche es eine Wende in der Migrationspolitik, entgegnet Söder und fordert einen effektiven Grenzschutz. Es braucht keine Sonderaufnahmeprogramme, wie es die Bundesregierung einzig in Europa macht, sondern Rückführungsprogramme, beispielsweise auch für kriminelle Straftäter. Und was für uns ganz, ganz wichtig ist, es braucht, so wie es Österreich, so wie es Dänemark macht, auch eine andere soziale Balance. Nicht laut, dafür aber äußerst hitzig war die Konfrontation zwischen Söder und Hartmann 5 Tage vor der Landtagswahl in Bayern. Und auch die bayerischen Journalisten haben dieses TV-Duell natürlich aufmerksam beobachtet. Andreas Bachmann ist jetzt im Studio in Nürnberg, wo das TV-Duell stattgefunden hat, mit Journalisten aus Bayern. Ja, Till, wir stehen hier im Foyer. Direkt neben uns ist das TV-Studio. Hier in diesem Foyer haben die Journalistinnen und Journalisten jetzt das TV-Duell die letzten 1,5 Stunden verfolgt. Es war mucksmäuschenstill, man hat eine Stecknadel fallen hören können hier. Und 3 der Journalistinnen und Journalisten sind jetzt hier bei mir, die das TV-Duell mitverfolgt haben. Anna Klaus vom Spiegel, Stefan Sohr von der Nürnberger Zeitung, der Chefredakteur, und Achim Wendler, der Leiter unserer Redaktion Landespolitik. Frau Klaus, beginnen wir mit Ihnen. Was war für Sie so der Moment, der Ihnen jetzt am ehesten hängen geblieben ist von diesem TV-Duell? Also zum einen gelacht habe ich, als wirklich keiner es geschafft hat, auf die Frage Ja oder Nein mit Ja oder Nein zu antworten. Aber es sind halt echte Vollblutpolitiker. Also so inhaltlich ist mir das Thema, wie umgehen mit der Energiekrise in Bayern, hängen geblieben und positiv aufgefallen. Das war wirklich sehr konstruktiv von beiden. Und auch so sehr spannend zu sehen, wie sie sich duelliert haben. Eben nicht nur mit so plumpen Pointen, sondern auch richtig mit Fakten. Und da haben beide ihre Punkte gemacht. Hartmann, der ganz gut war, zu erklären, wie es die Grünen auch in Berlin geschafft haben, Deutschland gut durch den Winter zu bringen. Und Söder, der
trotzdem versucht hat zu vermitteln, wir machen doch hier in Bayern, wir sind auch Spitzenreiter. Da ging es hin und her, das war echt spannend. Herr Sohr, Ihr Moment des Duells. Wenig überraschend, aber dann doch bemerkenswert fand ich ganz am Anfang. Ich habe es so empfunden, als würde sich Ludwig Hartmann als Regierungspartner regelrecht andienen, Markus Söder. Das habe ich so deutlich bisher noch nicht gehört. Bemerkenswert fand ich bei ihm auch den Moment beim Migrationsthema, als er Humanität und Ordnung betont hat. Diesen Ordnungsbegriff, den man von grüner Seite bei dem Thema Migration bisher noch nicht so sehr betont hat, ist mir jedenfalls als Schlaglicht durchaus im Hirn sozusagen geblieben. Und bei Markus Söder eindeutig der Aiwanger-Moment. Er muss aufpassen, wo denn dieser Hubert Aiwanger mal wieder hinläuft. Sensationell. Aiwanger sprechen wir gleich nochmal an. Achim, aber zunächst auch dein Moment des Duells. Was ist dir hängen geblieben? Ich fand sehr spannend inhaltlich die Frage Renteneintrittsalter 70. Was ja die Wirtschaft will, dass Ludwig Hartmann als Grüner das nicht ausschließen will, und Markus Söder als CSU-Politiker im Unterschied zur CDU sagt, das komme für ihn nicht in Frage. Das war für mich ein Moment, wo ich einigermaßen überrascht war. Mhm. Also, Sie haben Hubert Aiwanger angesprochen. Generell Frage an die Runde. Es war ja doch auffällig, dass Hubert Aiwanger immer mal wieder Thema war in diesem Duell, Frau Klaus. Ja, war so der Elefant im Raum, gell? Habe ich auch gedacht. Aber es waren immer so Momente, wo interessanterweise der Söder punkten konnte, durch seine Schlagfertigkeit, wie Sie es eben gerade schon gesagt hatten. Und da eigentlich hätte man noch erwartet, dass der Hartmann das viel mehr anspricht. Und die Grünen machen ja auch Wahlkampf mit dem Slogan, hol dir deine Zukunft zurück. Die greifen ja damit die Freien Wähler und den Hubert Aiwanger an und gar nicht den Markus Söder. Aber diese Aiwanger-Punkte gingen alle mit dem Ministerpräsidenten nach Hause. Ja, so auch nochmal überraschend eben, dass Hubert Aiwanger hier so ein Thema war. Ist es strategisch sozusagen auch klug, ihn hier so zu thematisieren von den beiden Kontrahenten? Ich ehrlich gesagt erwartet, dass es noch stärker ein Thema wird, dass die beiden sich bei dem Thema noch mehr Fetzen hatten, aber augenscheinlich nicht richtig Lust drauf, sich über Hubert Aiwanger da zu unterhalten. Im Endeffekt ist es auch so, das Thema ist meines Erachtens mehr oder weniger durch. Es ist kein Gewinnerthema für beide nicht, ne? Für die Grünen sowieso nicht und auch für Markus Söder nicht. Wir wissen, welche Umfragen nach der Aiwanger Woche dann veröffentlicht worden sind. Das Thema will keiner mehr richtig vertiefen, glaube ich. Das Thema Aiwanger bringt den Grünen nichts und das schadet Markus Söder. Und deswegen ist es heute ausgespart worden. Mich hat aber insgesamt überrascht, dass Ludwig Hartmann nicht noch ein bisschen offensiver war. Für den kam es ja heute darauf an, noch Wähler stärker zu sich rüberzuziehen. Man sagt immer so, das ist ein bürgerliches, konservatives Lager in Bayern und das kleinere linke Lager. Da findet kaum eine Wanderung statt. Aber vor 5 Jahren sind 200.000 Leute von der CSU zu den Grünen gelaufen. Jeder 6. grüne Wähler vor 5 Jahren war früher mal CSUler. Und ich dachte schon, dass Ludwig Hartmann heute noch mal ein bisschen offensiver reingeht und versucht, CSUler zu sich rüberzuziehen. Markus Söder steht da als Ministerpräsident selbstbewusst. Ludwig Hartmann hätte aus meiner Sicht in seinem Sinne noch ein bisschen aggressiver sein können. Insgesamt, Frau Klaus, war es ja dann doch auch sehr bundespolitisch geprägtes Duell, muss man sagen, oder? Ja, man hat ein bisschen warten müssen, gell, bis es dann auf Bayern kam. Man hatte so zwischenzeitlich das Gefühl, die kandidieren beide fürs Kanzleramt. So, aber sie wollen ja nur in Anführungsstrichen bayerischer Ministerpräsident werden. Aber es war mir am Anfang echt ein bisschen zu bundespolitisch. Und da zeigen dann beide irgendwie mit dem Finger nach Berlin. Und der Hartmann sagt, wir machen ja schon. Der Söder sagt, wir machen zu wenig. Also zum Schluss wurde es aber besser. Als Chefredakteur einer Regionalzeitung, wie ging es Ihnen da? Ganz genau so, ganz genau so. Das war aber bemerkenswert, finde ich dann, wie Ludwig Hartmann in einer Art Druckbetankung innerhalb von ganz wenigen Sätzen versucht hat zu erklären, was denn die Ampel alles gut und richtig gemacht hat. Ist eigentlich für mich ein Beleg dafür, dass es der Ampel auch nicht gelungen ist, das, was sie beschlossen hat, gemeinsam auch richtig zu kommunizieren, zu verkaufen bei all den kommunikativen Fehlern, die Ampel natürlich auch gemacht hat. Vielen Dank in die Runde, ging schnell rum. Das war's zunächst mal von uns hier. Die Analysen werden morgen natürlich in den Zeitungen und Zeitschriften und auch online natürlich noch zu lesen sein. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück ins Studio zu dir, Till. Danke, Andreas Bachmann nach Nürnberg. Und bei mir im Studio ist jetzt Jasmin Riedl, Politikwissenschaftlerin der Bundeswehr-Universität in München. Guten Abend. Guten Abend. Sie haben das Duell auch mitverfolgt. Können Sie sagen, wer ist für Sie der Sieger dieses TV-Zweikampfs? Ja, ich würde jetzt keinen direkten Sieger sozusagen küren wollen. Ich finde, sie sind sehr unterschiedlich aufgetreten. Also Markus Söder hat sehr diese Ministerpräsidentenrolle des Staatstragenden gezeigt. Und Ludwig Hartmann hat sich bemüht sehr um Angriff. Und das war das, was für mich sehr auffällig war. Und kann so ein Duell dem Wahlkampf noch mal neue Impulse geben? Haben Sie da was gesehen?
Also ich fand es eher nicht so sehr ein Impuls im Sinne von, was sind eigentlich die Themenschwerpunkte. Da fand ich, war jetzt wenig Überraschendes dabei. Ich fand es eher interessant dahingehend, worauf setzen denn jetzt die beiden Spitzenkandidaten im Bemühen um die Wählerinnenstimmen. Und ich fand, bei Markus Söder ging es dann eher darum, die Unentschlossenen, die vielleicht den Freien Wählern zugeneigt sind, zu sich rüberzuziehen. Und bei Ludwig Hartmann hatte ich das Gefühl, er versucht es nicht umgekehrt bei der CSU, sondern vielleicht eher bei den Sozialdemokraten. Er hat so soziale Themen dann doch immer wieder versucht unterzubringen. Sie haben ein sehr spannendes Projekt, mit dem Sie diesen Wahlkampf begleitet haben. Das heißt Sparta. Da haben Sie Unmengen an Text von Twitter, oder jetzt heißt die Plattform X, ausgewertet und gesehen, wie ist die Stimmung für die einzelnen Parteien. Wir werden da gleich noch genauer drauf schauen, wollen uns aber erst mal gucken, angucken, was im Netz heute los war, und schauen dazu rüber zu BR24 Live, zu meinem Kollegen Christian Orth. Christian, was waren so die entscheidenden Tweets und Nachrichten auf den sozialen Plattformen? Ja, inzwischen sagt man ja, auf X hat man das Ganze sozusagen getwittert, und da ging es auch gleich richtig los. Da wurde gleich losgefeuert von einigen CSU-Fans. Ich blende die Kommentare jetzt mal ein. Konrad Körner hat zum Beispiel geschrieben: Bayern ist in fast allen Bereichen die Nummer 1 in Deutschland. Das ist kein Zufall. Martin Vogel hat auf das hingewiesen, was in der Sendung ja auch schon öfter thematisiert wurde. Dafür, dass es um Bayern und nicht um Berlin geht, redet Markus Söder ganz schön viel von Berlin. Mutiger Leisenberg hat dann gleich auf ein Thema hingewiesen, das eben bundespolitisch ist, und zwar eben das Bürgergeld. Sie schreibt, die Löhne sind zu niedrig, nicht das Bürgergeld zu hoch. Xaver hingegen auf unserer Seite schreibt, beim Bürgergeld hat Söder recht. Alexander Höhn zu einem Thema, das im BR Bayern-Trend das Top-Thema der Bayern ist, und zwar zum Thema Migration, schreibt er, Hartmann beim Thema Migration im grünen Bullabü unterwegs, grausam. Und Big Beer weist darauf hin, ich bin seit Corona in Bayern wirklich kein Söder-Fan mehr, aber er macht es gut. Hartmann kapiert es nicht. Wenn ich nur höre, Flüchtlingscenter sollen Welcome-Center werden, dann merkt man schon, dass dieser Herr den Schuss noch nicht gehört hat. Capreolus schreibt auf Facebook, mir fehlen die Worte. Während in Bayern dank x Jahren CSU die Fälle davonschwimmen, hat unser amtierender Ministerpräsident nichts anderes zu tun, als mit ein paar Nebelkerzen den schwarzen Peter nach Berlin zu schieben. Gute Miene weist noch darauf hin, allein das Auftreten dieser beiden Herren, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Söder, staatsmännisch korrekt gekleidet, ordentlich frisiert, dagegen der grüne, schlampig, offener Hemdkragen, Frisur vom Winde verweht. Stefanie dachte, in einer Demokratie geht es darum, was die BürgerInnen wollen. Ich finde dieses Ausschließen möglicher KoalitionspartnerInnen unmöglich. Und dann am Ende dieser Kommentare gibt es natürlich auch immer Sieger. Und da schreibt Bike in the Sun, man merkt deutlich, dass Ludwig Hartmann einfach näher dran ist an den Menschen, lebensnäher und auch einfach sympathischer. Ina Wünsch schreibt auf Facebook, ich bin mir nicht sicher, wen ich wählen werde, aber die CSU ist für mich so lange nicht wählbar, solange Markus Söder da in Verantwortung steht. Und Heinerle sagt, klarer Sieger, Markus Söder. Elfie Pankratz, toller Auftritt, Herr Söder, Gratulation. Also im Netz gibt es durchaus geteilte Meinungen zu dieser Konfrontation. Klar, wie das im Netz immer so ist. Vielen Dank, Christian Orth. Und wir schauen jetzt nicht auf so einzelne Nachrichten mit Jasmin Riedl von der Universität der Bundeswehr, sondern auf ihr Projekt, wo sie quasi nicht einzelne Stimmen auswerten, sondern im Prinzip die Gesamtmenge an Text durch den Computer jagen und mit künstlicher Intelligenz im Prinzip auswerten. Auch während dieses TV-Duells, was ist Ihnen da aufgefallen? Genau, auch während dieses TV-Duells. Also wir haben ganz minutiös geschaut, wie sich das Stimmungsbild entwickelt. Also wird vielleicht jetzt positiver oder negativer über die beiden Spitzenkandidaten gesprochen oder über die jeweiligen Parteien. Und da haben wir zum einen gesehen, dass in dieser Stunde, guten Stunde des TV-Duells, die Stimmung für die CSU tendenziell positiver geworden ist. Das ist auch das, was im Beitrag gesagt wurde. Also offenbar konnte die Anhängerschaft der CSU da gut mobilisiert werden. Da war auch ein entsprechender Hashtag, nur die CSU, die dann getrendet hat. Und das war auffällig. Und auf der anderen Seite ging das sozusagen für die grüne Partei, ging das nicht ganz so gut. Aber beide Parteien wurden viel besprochen. Und unter den Spitzenkandidaten ist es so, dass die sozusagen von dem Stimmungsbild gar nicht so weit auseinander waren, aber über Markus Söder noch mal ein bisschen mehr gesprochen wurde. Sparta heißt dieses Projekt, kann man sich auf Ihrer Website dann genauer anschauen, auch über den Zeitverlauf. Wir werden gleich noch ein bisschen weitersprechen und gucken ein bisschen in die Vergangenheit zurück, denn an Facebook, Twitter oder TikTok hat niemand gedacht, als die TV-Duelle in Deutschland losgegangen sind. Das war 2002 nach amerikanischem Vorbild, und ein Bayer, der war damals auch dabei. Es
Es war das erste Fernsehduell der deutschen Geschichte. 2002. SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder trifft auf CSU-Herausforderer Edmund Stoiber. Endspurt in zwei Duellrunden. Beide versuchen, Boden gut zu machen. Die heiße Frage danach, war das die Entscheidung? Am Ende macht Schröder das Rennen. 2008. Anspannung dann auch in Bayern. Die Landtagswahl steht an und wieder eine historische Fernsehpremiere. Das erste bayerische TV-Duell. CSU-Ministerpräsident Günther Beckstein gegen SPD-Kandidat Franz Maget. Public Viewing bei beiden Parteien. Es geht um Atomkraft, Büchergeld, Schulpolitik und die Pendlerpauschale. Den Menschen in Bayern geht es besser als in anderen Ländern. Diesen Vorsprung wollen wir nicht nur halten, sondern auch ausbauen. Ich glaube, dass Bayern einen Neuanfang braucht. Einen Neuanfang für mehr Gerechtigkeit, dass alle Menschen mitgenommen werden. Der Wahlausgang, einen Neuanfang mit der SPD, wollen die Bayern zwar nicht, aber die CSU büßt kräftig ein. 2013 dann die nächste bayerische TV-Konfrontation. Horst Seehofer gegen SPD-Herausforderer Christian Ude. Auf dem Weg zum Fernsehstudio stehen die Fans Spalier. Beide Kandidaten geben sich gelassen, aber auch diesmal gilt es, einen Patzer im TV-Duell tunlichst zu vermeiden. Die Themen damals? PKW-Maut, Kinderbetreuung und der Streit um G8 und G9. Wer kann die noch Unentschlossenen zu sich holen? Ich bin mir ganz sicher, dass die bayerische Bevölkerung mehrheitlich keine Dauerherrschaft will. Ich bewerbe mich um eine Vertragsverlängerung für diese Regierung, denn es waren keine schlechten Jahre. Seine Vertragsverlängerung bekommt Seehofer damals, sogar mit absoluter Mehrheit. 2018, 5 Jahre später, ist nicht mehr die SPD der Hauptgegner, sondern die Grünen. Ludwig Hartmann trifft im TV-Duell auf Markus Söder. Die Debatte damals, ähnlich zu heute. Drängendstes Thema, die Migration. Ihre grüne Führung verweigert, sichere Drittstaaten, sogenannte sichere Drittstaaten zu benennen, die Maghreb-Staaten, wo wir enorme Möglichkeiten hätten der Rückführung. Wir haben immer wieder Fälle, und das wissen Sie genauso gut wie ich, immer wieder Fälle, wo jemand abgeschoben wird, der kurz vor einer Ausbildung steht, und es ist doch einfach verkehrt. Über 17% holen die Grünen damals. Für sie ein Rekord. Die CSU landet bei 37. Das TV-duelle Wahlen entscheiden ist eher unwahrscheinlich. Was die Duelle aber bieten, dass die Wähler am Ende genauer wissen, mit wem sie es zu tun haben. Da reden wir noch mal kurz drüber mit der Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedl. Also wir haben gehört, entscheidend sind diese Duelle nicht. Jetzt haben wir 5 Tage vor der Wahl. Der Anteil der Menschen, die Briefwahlunterlagen beantragt haben, ist auch schon wahnsinnig hoch. Also was bewegt sich denn jetzt überhaupt noch? Naja, also zunächst mal, TV-Duelle sind wichtig angesichts des Umstandes der Personalisierung von Wahlen, dass die Personen so stark im Vordergrund stehen. Davon unabhängig ist es aber so, dass zum Ende hin es immer noch ein paar Unentschlossene gibt. Also so 20, vielleicht sogar 30%, die unentschlossen sind und auch sich erst in den letzten Tagen entsprechend entscheiden. Das sind nicht die Briefwählerinnen und Briefwähler, aber die, die am Sonntag dann zur Wahl gehen. Frau Riedl, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und für die Einschätzungen. Ja, mit dem Ende der TV-Duell-Sendung ist für den Bayerischen Rundfunk die Arbeit noch lange nicht vorbei, denn jetzt machen sich unsere Faktenchecker auf den Weg und an die Arbeit. Sie unterziehen die Aussagen von Markus Söder und von Ludwig Hartmann jetzt einem akribischen Faktencheck. Wie sie das übrigens auch schon zu den anderen Wahlsendungen im BR gemacht haben, zum Beispiel zu den Wahlarenen. Richtig oder falsch ist da die Frage. Zu vielen Politiker-Aussagen gibt es solche Faktenchecks schon auf br.de. Das finden Sie unter dem Stichwort Faktenfuchs. Und aus unserem Faktenfuchs-Team zu uns gekommen ist jetzt Max Gilbert. Schönen guten Abend. Wisst ihr denn schon, welche Aussagen des TV-Duells ihr dann überprüfen werdet? Denn ihr seid ja mehrmals schon angesprochen worden in der Sendung. Genau, wir wurden schon angesprochen. Wir sind jetzt gerade tatsächlich genau dabei. Also wir haben natürlich sehr aufmerksam zugeschaut, haben mitgeschrieben, wo, wann, was behauptet wurde. Und jetzt gucken wir uns diese Aussagen noch mal ganz genau an. Natürlich handelt es sich auch wirklich um eine Tatsachenbehauptung, nicht nur um eine politische Forderung oder um irgendeine Meinungsäußerung. Und da gucken wir jetzt noch mal ganz genau drauf, machen dann eine Vorauswahl und entscheiden uns dann letztlich dann final dafür, was wir dann checken. Und nach welchen Kriterien
wird das dann ausgewählt? Also natürlich ein paar Kriterien, auf die wir da achten müssen. Relevanz ist natürlich ganz wichtig. Es wurde ja auch in der Konfrontation schon angesprochen, dass es wichtig ist, dass es ein Thema ist, was die Leute auch bewegt. Das ist wichtig. Wir müssen aber natürlich auch schauen, dass es überhaupt ein überprüfbares Thema ist. Können wir das in einem Tag überhaupt leisten, das zu überprüfen? Da müssen wir natürlich auch drauf schauen. Und ja, genau, wenn es einfach ein verbreitetes Thema ist und für uns machbar und vielleicht auch schon angesprochen, dass es einen Faktencheck gibt, dann sind wir natürlich da. Und was genau heißt Faktencheck? Also was überprüft ihr denn da? Also wir überprüfen ja wirklich nur Tatsachenbehauptungen. Ja? Also wenn es jetzt irgendwie wirklich gesagt wird, etwas ist so und so, keine politische Forderung, keine Meinungsäußerung, sondern wirklich etwas behauptet wird, dass etwas so ist und wir dann auch wirklich klar schauen können, einfach mit einer Recherche, zum Beispiel mit einer Zahl, irgendwelchen Statistiken, die es gibt, belegen können oder widerlegen können, dass eine Aussage stimmt. Oft sind es dann ja auch die Grautöne, manchmal ist es auch nicht ganz, ganz eindeutig. Und wann ist mit den Ergebnissen zu rechnen? Die gibt es dann morgen im Laufe des Nachmittags eben auf br24.de. Genau, br24.de/faktenfuchs ist die Adresse. Vielen Dank, Max Gilbert, dass du uns das ein bisschen erläutert hast, was da jetzt genau im Hintergrund noch passiert. Und morgen übrigens im BR-Fernsehen kann ich auch schon darauf hinweisen, dann die Konfrontation, und zwar mit den Spitzenkandidaten der Freien Wähler, der AfD, der SPD und der FDP um 20.15 Uhr hier bei uns im BR-Fernsehen. Weiter geht's jetzt mit